Halt! Danke für die Likes. Rebellion on my mind. Dance of mob against the law. Piper's reign of tunes of war. Maria, I will fight. Gib doch selber, oder Pisser. The fight, rebellions on my mind. Mach nicht einen auf krass, du Metzack. Siehst du, das ist der Punkt, den du nicht verstehst. Ich brauch nicht auf krass machen, ich bin krass. Nur so Hohlköpfe wie du haben das noch nicht begriffen. Damit hast du dir auch schon mal überlegt, live Radl zu fahren. Das Problem ist, das Zeug ist in der Garage und da habe ich kein WLAN. Geiles Gedudel. Pass auf, was du sagst, Alter. Das ist kräftiger, Mann. Das sag ich noch nicht.
Spielchen kennt er ja, glaube ich, schon. Wir machen es erst so, dass ich ein Spiel, wenn ich streame, anfange. Und dann nehme ich Gäste rein. Fangen wir mal oben an. Der B-Brother. Einen wunderschönen guten Tag, Rainer. Ich höre dich nicht. Jetzt, Entschuldigung, ich habe vergessen, ich habe es zwar schon eingeschaltet, aber ich habe es nicht umgestellt gehabt. Weil ich hab ist kein Problem. Ich hätte ein paar Fragen an dich, wenn das in Ordnung ist. Und zwar, du sagst ja, dass du immer eine schlechte Internetverbindung hast. Warum? Warum nimmst du dir einfach kein LAN-Kabel? Du bist ja jetzt im WLAN, oder? Nein. Ach, du bist per LAN-Kabel online? Natürlich. Ich habe so 35 Meter LAN-Kabel. Ja. Das ist sogar zu lang. Ach, das ist zu lang, okay. Naja. Und sonst, wie geht's dir? Körperlich, seelisch, alles in Ordnung bei dir? Okay. Naja, ich bin ja jetzt neu in der Szene. Also ich habe dich jetzt, ich kenne dich noch nicht so lange. Ich habe dich erst durch den ganzen Hate und so kennengelernt. Und ich wollte einfach nur mal sagen, nimm das alles nicht so ernst. Der Hate macht dich einfach größer. Weißt du, was ich meine? Das wollte ich dir nur mal ans Herz legen. Dass du dich nicht immer so aufregen musst und so weiter. Achso, da ist jetzt weg. Gut, ja, also... ich habe diese Zeit lang ja auch wirklich genutzt, um größer zu werden, quasi. Ja. Die Zeiten sind allerdings mittlerweile schon längere Zeit vorbei. Ja, ich nehme mir das. Ich meine, du bist jetzt. Nehme ich mir das so eigentlich nicht, weil ich lasse die labern. Das ist auch nicht das, was mich stört am Hate. Das, was stört, sind halt diese Aktionen, die im Real Life ablaufen. Weil ja, halt das im Real Life ist eine andere Sache, aber ich meine, du lässt dich auch ganz schön provozieren direkt, ne? Ja, aber dafür habe ich halt auch meistens die meisten Zuschauer, ne? Ich meine, kommt meistens. Ja, ich meine, guck mal, ich komme aus einer Großstadt, ich bin aus Köln, ne? Und du bist sogar bei uns ganz schön bekannt. Und mach einfach dein Ding weiter, würde ich mal sagen. Und es sind nicht alles Hater, weißt du? Auch wenn die Hater-Videos gut gemacht sind, finde ich, also manche Videos sind echt lustig jetzt gibt, von. Es gibt welche, die sind echt gut gemacht. Ich habe gestern auch. Welches war das, wo sie dann diesen Industrial Dance von meinem 18.000 Abo Special haben sie ja dann rausgenommen und haben mir dann, was haben sie dazu geschnitten? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Dieses What is Love haben sie ja reingeschnitten dazu. Ja, ja. Habe ich mir auch den Arsch abgelacht. Das ist doch was Schönes eigentlich, oder? Also ja, ich finde es. Im Stream auch den Arsch abgelacht. Oder jetzt zum Beispiel dieser, wie heißt der Engländer? Da gibt es so einen Engländer, glaube ich. Ami, weißt du? Ami, genau. Der Bonklinks, meinst du? Genau, diesen Bonklinks. Er ist ja auch durch dich groß geworden. Ja. Weil er hat ja vorher schon auf Twitch Livestreams gemacht und er hatte irgendwie nur 200-300 Follower. Und seitdem der angefangen hat, Videos über dich zu machen, also diese Reaktionen von ihm, ist der auch jetzt, wie viel hat er jetzt? 6.000-7.000 Follower und hat auch die Mitgliedschaft bekommen bei Twitch. Das gilt aber, also bei Twitch weiß ich es nicht, aber es gilt ja nur für seinen zweiten Account. Er hat ja einen Hauptaccount auch noch. Da ist ja, noch der Hauptaccount, der wächst aber auch gerade. Also da ist aber noch ein ganzes Stück größer als ich. Ja? Ja, ja. Also so. ich glaube, dass der in die USA schon vorher bekannt war, hat einen zweiten Kanal aufgemacht, um dann auch ein bisschen die deutsche Community rüberzuziehen. Ja. Hat er dann halt über mich angefangen abzulästern und was weiß ich alles, was er da macht. Kriegt das ja alles teilweise gar nicht mit. Ich schaue das aber auch gar nicht. Ich habe das nur am Rande mal mitbekommen, weil mich halt die ganzen Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Aber genau wie bei Regenbogenschaf damals, reagiere ich eigentlich normalerweise gar nicht so drauf. Ich meine, ich habe einmal hier im Stream drauf reagiert, ansonsten habe ich ein paar Mal was in meine Videos gesagt und das war es jetzt auch schon wieder. Bei Regenbogenschaf war es ja damals so, dass ich damals meinen eigenen TS hatte, da viele Hater waren und Regenbogenschaf permanent reinkam. Ich habe den damals nicht mal erkannt, ich habe seine Stimme nicht mehr erkannt. Aber halt viele der Hater haben ihn erkannt und irgendwann hat sich das halt dann rumgesprochen und irgendwann habe ich dann halt begriffen, wer das überhaupt ist und alles. Und ja, die haben dann halt so rumgespammt und alles, habe ich mir dann keinen Kopf drüber gemacht. Aber wenn du einen eigenen TS-Server hast und du dort Admin bist, dann könntest du ja, wenn du jetzt einen TS-Channel hast und du bist ja Admin auf dem Channel, dann können die doch gar nicht in deinen Bereich reinkommen. Das sowieso nicht. Ja, aber also müsstest du eigentlich die Ruhe haben dort. Das ist ja die gewesen. Zum einen
Ich habe dann den einen oder anderen, weil ich halt permanent angeschrieben und angestupst wurde, ey Leute, was ist los, ne, hier und da und überall und sowieso der lauter Hater und alles, kannst du die bitte raushauen? Da musste ich halt immer nachschauen, weil ich kann ja einfach jemanden raushauen, ohne dass ich weiß, wer es ist. Dann heißt es dahin, hey, der blockt wieder grundlos. Oder der blockt die falschen Leute. Dann bin ich halt runtergegangen und dann habe ich generell auch mich ab und zu abends mal ein paar Stunden mit runtergesetzt, irgendwo in verschiedene Channels rein, mit denen ein bisschen gesprochen, dann sind die immer nachgejoint. Ich will jetzt auch wieder ein TS aufmachen irgendwann, wenn jetzt meine eigene Webseite fertig ist. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Ja. Ja, also es gibt wirklich Leute, die sind keine Hater, wollte ich nur mal sagen. Also zum Beispiel bei uns in Köln, da bist du schon eine bekannte Person. Und es sind nicht immer alles Hater, auch welche, die über dich, die lachen nicht über dich, so, die lachen halt über dieses, wie soll ich das jetzt beschreiben? Über den Shitstorm. Die lachen mit dir halt, nicht über dich, verstehst du? Das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich sag dir auf jeden Fall, mach dein Ding weiter. Immer Kopf hoch. Ja, klar. Und lass dich nicht von den Hatern unterkriegen, ne? Ja. Naja, was die Bekanntheit angeht, ich muss da letzten Endes immer sagen, ich finde es irgendwo doch immer ein bisschen strange, weil irgendwie, auf der einen Seite bin ich eigentlich weitaus bekannter. Also ich glaube, eigentlich, ich müsste eigentlich um die 100.000 Abos haben, Bekanntheitsgrad her. Auf der anderen Seite denke ich mir im Nachhinein dann, warum tümpel ich auf unter 50 rum? Also, ein bisschen strange immer, aber naja, finde ich mal ein bisschen schade. Aber nee, ich bin jetzt, also ich bin ja auch ein bisschen Let's Plays am machen und so weiter und ich bin auch gar nicht aktiv auf Juno oder so. Ich bin einfach nur hier, um mal kurz mit dir zu reden. Ich wollte einfach nur sagen, lass dich nicht runter machen, weil das mit Real Life, wie du schon sagtest, das ist scheiße, was die machen und was im Internet passiert, das kann dir egal sein, weißt du? Lass dir ruhig ihr Ding machen und du machst dein eigenes Ding, weißt du? Ja, klar auch. Vor allem jetzt momentan mit den Gästen und so hier auf Juno versuche ich halt letzten Endes ein bisschen das ein bisschen gechillter ablaufen zu lassen, zu zeigen, dass ich kein so ein Arschloch bin, wie ich halt oft immer dargestellt werde. Weil, ja, solange auch Leute so da sind wie jetzt du, so Leute, wo man auch echt gechillt sein kann, das ist auch, wo man gechillt reden kann, das ist halt eine ganz normale Sache, das ist kein Stress. Aber es gibt leider immer so Leute wie Regungsscharf, aber die hau ich dann halt einfach nach ein paar kurzen Sätzen und das war's dann eigentlich auch. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte ist, du wolltest ja umziehen, habe ich von dir gehört. Ja. Und das ist auch besser so, dann kannst du dir auch direkt eine bessere Internetleitung machen und so, damit das alles schneller geht mit dem Hochladen bei YouTube und so. Ja, klar. Wie lange dauert das denn bei dir, ein Video hochzuladen? Kommt immer aufs Video an. Ich habe jetzt drei Videos über Nacht hochgeladen. Dann bin ich ins Bett, um vier, kurz nach vier bin ich ins Bett, habe davor etwa eine Stunde, ja, also von 4 bis ungefähr um 2 habe ich halt drei Videos hochgeladen. Aber es wird unterschiedlich, je nachdem wie groß sie halt sind, wie gut sie gerendert sind, deswegen rendere ich momentan auch nur auf 720, weil ich habe halt echt nur eine 16K-Leitung, wo die 16K ja, nicht mehr ankommen. Das ist eine Internetleitung dann, ne? DSL wahrscheinlich. 1 und 1 halt, ja. 1 und 1, ja, es ist eine Internetleitung, also eine Telefonleitung. Ich habe eine 200K-Leitung von Unity Media und einen Upload von 40.000. Wenn ich jetzt ein Video produziere, zum Beispiel, was sogar eine Stunde lang geht, dann ist das auch innerhalb ein, zwei Minuten oben. Und das ist halt ein kleiner Vorteil. Und ich glaube, wir bezahlen auch denselben Preis. Das ist eine Abzieherei, so was die machen manchmal. Ja, das kann gut sein. 16K ist doch gar nichts. Was kannst du denn damit machen, ey? Da kannst du wirklich froh sein, dass du wenigstens Livestream kannst. Ne? Ja, auf Juno. Auf Juno schon, auf Twitch und so wird's kritisch, ne? Twitch bin ich nicht, ich bin Hitbox, aber ja, ich würde schon gerne auch mal auf Hitbox oder Twitch streamen, aber das Problem ist halt wirklich, das ist halt einfach nur ein einfaches Gezuppel, einiges Gezuppel. Ich meine, es gibt viele Leute, die halt schauen halt zu und so weiter, die hören halt meiner Stimme zu und so weiter, während sie selber zocken oder irgendwas. Ja. Aber ja, wenn du magst, ich kann dir mal auf Twitter kann ich dich ja mal anschreiben und ich will dir was zukommen lassen, wenn ich darf. Also ich würde dir gerne mein altes Headset zukommen lassen. Ich habe auch so ein Mikrofon von Auna. Das ist eigentlich schon ein recht gutes Mikrofon. Und wenn du willst, kann ich dir das zukommen lassen, weil es rauscht im Hintergrund bei dir. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Das liegt am Mikro. Genau, am Mikro. Das liegt aber nur daran, dass ich das alte Mikro verwende. Ich habe schon ein gutes. Auna habe ich auch. Ja, Auna, genauso. Ich kann das halt nicht benutzen, weil ich einen Laptop habe. Ich versuche momentan ein Sponsoring für einen PC herzukriegen. Dann gibt es 1000 Baden, was zur Hölle. Und
Ja, ich versuche momentan einen PC zu bekommen, weil mein Laptop hat leider nur einen USB-2-Anschluss. Ah, okay. Und da kann ich bloß entweder meine Maus dran haben, weil ich habe eine Funkmaus. Ich liebe diese Maus, nebenbei Digga, bemerkt. weißt du was? Ich habe auch noch einen alten Laptop. Warte mal. Eine Sekunde, ja? Mir nicht schlecht gewesen. Hallo Jungs, Servus. Stream doch mit OPS, da kannst die Bitrate selbst anpassen. Was meinst du, womit ich streame, wenn ich auf Twitbox oder Twitch streame, Freddy TV? Ja? Wir hoffen, meine träumt sicher nicht. Schau mal, ich habe einen alten Lenovo und der hat auch mehrere USB-Anschlüsse. Guck mal hier. Ich habe den nicht so oft benutzt. Solche Sachen. Mein Problem ist Ja. bloß, ich hatte diese Geschichte schon, ich weiß nicht, ob du mal mitgekriegt hast, Bandian. Kenne ich Hatten nicht. wir hier, naja, den Ja. hatten wir hier vor kurzem auf meinem Stream nochmal. Der hat mein PC und meine ganzen Sachen wurden mir von der Polizei mal weggenommen, weil halt mich irgendjemand angeschwärzt hat und Ah, so das weiter habe und ich so fort gestern im nochmal. Stream gehört bei dir. Ich war ja gestern schon mal hier drin. Eine Spyware Genau. oder sowas, ne? Und da war eine Spyware auf dem Laptop, den mir der vorbeigebracht hat, für die Zeit quasi. Ja. Und deswegen bin ich da extrem vorsichtig mit sowas. Okay. Ja, da kann ich dir noch recht geben. Aber so Kleinigkeiten, so wie Mikrofon oder so, kann ich dir auch zukommen lassen, wenn du willst. Ja, Weil, wie wie gesagt, gesagt, Mikro. ich schau deine Videos gerne und ich schaue auch die Hater-Videos gerne, aber nicht, weil ich dich auslachen möchte, so, sondern weil ich es einfach unterhaltsam finde. Ich bin recht neu, so, ich kenne dich noch nicht so lange, aber wenn ich jetzt auf YouTube oder so gehe, dann gehe ich meist erstmal auf deinen Kanal und gucke, ob du was hochgeladen hast, weißt Cool, freut mich. du, ich meine? Ja, also es gibt auch ein paar. Es gibt ja YouTuber, ich habe generell ziemlich viele abonniert, aber es gibt ja auch immer so ein, zwei Leute, die ich halt permanent verfolge oder wo ich halt auch aktiv reinschaue und so weiter. Also, Ja. ja. Was guckst du Bin denn ja mal so? gespannt. Eher Let's Plays oder? Schau eigentlich alles. Es geht, ich schaue viel Let's Plays, weil ich mich momentan selbst wieder mit Let's Plays sehr viel beschäftige. Ja, habe ich gesehen. Du spielst ja dieses Zelda, ne? Ocarina of Time spielt zurzeit, Donkey Kong Country Tropical Freeze zocke ich zurzeit, Ja. Prototype 2 und eigentlich Don't Starve, aber da kommt momentan einfach gar nichts. Achso. Aber das ist nur ein Let's Show, da kommen nur ein paar Folgen und dann war es das wieder. Ja. Was Deswegen ich will mich ich auch ein gefragt habe, paar. auf welcher Konsole spielst du das eigentlich? Diese Auf Spiele. alle. Also ich hab Xbox, ich habe PlayStation. Okay. Nee, PlayStation habe ich nur die 2er, Xbox habe ich nur die 360. Dann habe ich von Nintendo alle bis auf die NES. Und ja, das war's eigentlich. Und PlayStation 2 habe ich bloß zwei oder drei Spiele. Also, wenn ich von PlayStation 2 mal irgendwas zocken würde, Play, dann würde wahrscheinlich höchstens, ja, Tag und die Macht des Chuchu kommen. Sagt ja wahrscheinlich nichts. Es ist ein Nee, also komplettes ich kenne mich Random-Spiel. da wirklich nicht so gut aus. Das Einzige, was ich spiele, ist Call of Duty. Und Ja. von den anderen Spielen kenne ich mich halt nicht so gut aus. Oh, stimmt. Kirby spiele ich zur Zeit auch. Ja, das habe ich Das ist damals aber auch schon fast gespielt. durch. Das fand ich nice damals. Ja, ist nicht die Kirby. Mario, Ich habe mir schon Kirby und wie überlegt. sie alle heißen, ne? Ja, ich habe auch schon überlegt, wenn ich mit Kirby durch bin, weil es ist, eigentlich sollte es ein Wochenendprojekt sein. Und Kirby ist jetzt nur noch vielleicht eine Aufnahmestunde, also eine Stunde noch in der Aufnahmezeit. Und ich habe mir ein kleines Alternativprojekt überlegt, weil wir auch alle auf dieses Pokémon Go ab. Ja, genau. Würde ich eigentlich auch gerne ein bisschen was zu machen. Leider ist mein Handy bloß auf 4.2 und 4.4 brauche ich dafür. Und ich habe hier noch Pokémon Snap rumliegen und ich dachte mir, Auf der Nintendo Pokémon Snap, 64 oder was? ja klar, Kirby ist ja auch für N64. Und die Spiele sind von der Länge her ja relativ schnell durchgespielt, wenn es jetzt kein Zelda oder so ist. Und da werde ich dann vermutlich mal ein bisschen durchheizen und ein bisschen was tun. Ja, auf Pokémon Snap würde ich mich freuen, habe ich damals auch gespielt. Das weiß ich, aber es Das ist ist ein schon gut geiles lange her, Spiel. ne? Ein paar Jahre sind es auf jeden Fall. Ich zock's alle paar Jahre mal, also ich kenne mich da eigentlich noch ganz gut aus. Irgendwann, ich hab's eigentlich immer hier rumliegen, das ist ein Staubfänger bei mir. Aber irgendwann alle paar Jahre habe ich immer Bock drauf. Dann hau ich's mal und zock das dann abendlang durch. Am Abend 3, vielleicht 4 Stunden, so lange ist das Spiel ja nicht. Ja, stimmt. Dass gar keinen zweiten Teil gemacht haben, wundert mich immer noch. Okay, Rainer, dann ich muss jetzt auch wieder losgehen. Vielleicht komme ich nächstes Mal nochmal irgendwie hier auf Vino bei dir rein oder so. Wir reden ein bisschen.
Und Alles klar. wie gesagt, lass dich nicht unterkriegen von den Hatern, sag ich mal. Und zieh einfach dein Ding durch, ja? Rainer. Ja, klar. Okay, dann Hau rein. adios Schön, dass amigo. du da warst. Danke. Jo, Kannst du mich ciao. rausschmeißen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, klar. Oben hast du einen Knopf, einen roten. Da Ah, müsste okay. Drop draufstehen. Ja. Jo, vielen Dank. Ciao, ciao. Jo, hau rein. Ciao. So, Leute. Gut. Ich habe vorhin noch eine Sache vergessen. Das ist mir nämlich so aufgefallen. Ich könnte mir einen Timer stellen, dass so jeder 10 Minuten hat, wenn jetzt wieder so viele Leute drinnen sind, weil sich neue beschwert haben, nimm mir mal ein bisschen mehr dran, ich war noch gar nicht dran. Und er hat recht natürlich. Wobei es letztlich halt darum geht, es sind halt boah, aufstoßen. Es sind halt letztes Mal, es sind halt letztlich ein paar Leute dabei, die halt sowieso gleich direkt rausfliegen und ein paar andere, mich interessiert ja direkt die Meinung, jetzt habe ich vergessen ihn zu fragen, was er von, na gut, mehr oder weniger hat er das mit den Hatern ja erzählt, ne? Was er davon hält. Gut, letztlich werde ich mir jetzt einen kleinen Timer stellen. 5 Minuten. Sagen wir 10 Minuten. Machen wir jetzt Minutentimer. Servus, Creati TV. Und ich nehme heute, bevor ich reinschaue, ich habe noch nicht reingeschaut in den Gast, also ich bin noch im Chat gerade. Ich werde heute das so machen, dass ich heute keine oder nur sehr wenige Leute nehme, die schon dran waren. Also ich werde versuchen, möglichst Leute ranzunehmen, die noch nicht dran waren. 7 Minuten. 7 Minuten soll ich machen. Moin Drache, Servus. Ich soll 7 Minuten machen, keine 10 Minuten. Also ich würde 10 Minuten machen, das ist halt eine einfachere Geschichte. Und ich kann locker so 10, 15 Leute dran nehmen, je nachdem. Kommt ja darauf an, wie viel ich mache. Ich kann auch in Zukunft, ich habe noch mir nicht keinen, ich habe mir noch keinen genauen Plan gemacht, aber ich kann vielleicht mal hergehen und eine Liste machen und sagen, oder ich mache mir halt so eine kleine Liste, wie ich meine Gäste mit reinnehme und mache so Liste, so 10 Minuten, eine Person. Außer man kann natürlich auch ein bisschen überziehen, ist jetzt kein Termin oder so. Und dann sage ich halt, ich nehme heute mal 5 Leute dran, morgen mal 10 Leute und so weiter, oder morgen mal wieder 5 und dann dafür die nächste Woche mal 10 Leute und dann die Woche drauf wieder 9 Leute oder so. Irgendwie sowas. Kann ich mir überlegen. Gut, schau mal, wer da ist. Ach so, sollte es übrigens ein Rausch, ein extremes Windgeräusch geben, meine Fenster und Türen sind offen. Irgendwie habe ich hier schon so ein. Ach so, Rob zockt, war das nicht der Kasper von gestern? Und der fliegt gleich wieder raus. Ich habe gerade gesagt, ich nehme keine Leute von gestern dran. Habe ich ein bisschen zu spät registriert. Kann auch sein, dass es wieder extrem laut ist. Hier. Ja, genau. Rob zockt, du bist ein dummes Stück Scheiße. Und ich hoffe, dass dir irgendwann sowas mal passiert, dass du kapierst, was für eine Scheiße du abziehst. Werd erwachsen, komm in der im Real Life an und dann reden wir weiter. So, ich arbeite von unten nach oben durch, deswegen. Also S3 Büro ist jetzt gerade reingekommen, als ich Rob Zock reingenommen habe. Schönen guten Abend. Hallo, grüß dich. Bin ich gut zu hören? Du bist gut zu hören, ich mache mal kurz meinen Timer an. Also ich kenne dich erst seit gestern und bin besser von dir. Oh je, jetzt lägst du ganz schön gerade. Freundin. Bitte? Jetzt lägst du gerade ganz schön irgendwie. Was mache Also ich? die. Du lägst, die Verbindung laggt gerade ganz schön bei dir. Okay. Okay. Also ich höre dich bloß sehr stocken. Okay. Also ich kenne dich noch Okay. nicht ganz so gut. Und ich finde das ja echt toll, was du so machst. Ja? Und ja, ich wollte auch sagen, du sollst ja dich einfach nicht unterkriegen lassen, weil ich habe es mitbekommen, ja, und so weiter. Und ja, ich bin hier übrigens auf YouNow auch erst seit gestern. Okay. Ja, ich bin aus Österreich übrigens. Oh, Und dann cool. in Österreich. Ja. Jetzt hast du gerade Hast wieder du eine ziemlich. Frage? Ja. Es leckt. Es leckt gerade. Ich weiß nicht, ob dich die anderen verstehen, aber ich Ah, verstehe okay. alles. Ich verstehe irgendwie nur jedes dritte Wort. Oh je. Okay, das tut mir leid.
Was genau wolltest du denn fragen? Hallo? Fragen? Ach so, nein. Ob du irgendeine Frage hast, vielleicht. Ach so, halt schlicht und ergreifend die Frage, die ich eigentlich jedem stelle, Okay. ob du, beziehungsweise was du von diesen ganzen Aktionen hältst, vor allem, dass dann Leute teilweise auch wirklich 700 Kilometer fahren, nur um hier so vielleicht für eine Minute oder 2 Minuten kurz ein Video zu drehen und wieder abzuhauen. Und solche, und allgemein diese ganze Hater-Aktion, diese ganze Hater, man könnte schon fast sagen, Szene quasi. Hast du aber vermutlich noch Okay. nicht so mitbekommen, wenn du die ganzen Fragen Eben, verfolgst. ich wollte gerade ein Video wo du da mit der Axt eben Ja, bist, das war aber nicht so. von, das war aber nicht von mir, das war eben eines dieser Hater-Videos. Gesehen haben, ne? Also, wie gesagt, eigentlich kenne ich ihn noch gar nicht so gut, aber also ich finde das trotzdem brutal cool, was du so machst und dass du dich reden lässt, ja, weil ich meine, da braucht man einen sehr dicken, finde ich Naja, jetzt also da. ist ja nicht, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Also es hat schon, habe ich schon viele Jahre quasi Übung in dem Sinne, wenn man es so ausdrücken will. Ja, da ist jetzt ein groß. Ja, 1,90, 1,96 in der Größenordnung ungefähr, ja. Also großer Mensch bin ich auf jeden Ja. Fall. Ja. Sternzeichen Löwe. Stimmt. Ja, im August. Das passt sehr gut zu dir, finde ich. Ja, vor allem zu meiner Löwenmähne. Ja, also, so, ja, also das, also du bist da, ne, du, ja, du lässt dich da nicht runterkriegen. Also ich finde das auf jeden Fall toll. Das wollte ich eigentlich sagen. Freut mich. Jedenfalls weiter so. Jo. Hast du noch irgendwelche Dann werde Fragen an ich. mich oder so? Ein paar Sekunden, so 6 Minuten hast du noch, wenn du magst. So viel. Ja? Ich glaube, ich müsste mich erst eher mit dir beschäftigen, um Fragen zu haben, weil ich kenne dich noch nicht so gut, muss ich sagen. Ist auch besser so. Na dann frag ich einfach was. Und zwar, wie genau bist du denn auf mich gestoßen? Eine Freundin hier auch erst, das heißt, sie ist auf dich aufmerksam gemacht. Also du scheinst sehr bekannt zu sein. Und da habe ich da mal nachgesehen. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, also du bist so direkt aus dem Mittelalter gesprungen. Also irgendwie fand ich das so cool. Ja, Ich habe so ein Video bald gesehen und teilweise. in ein paar so Situationen stimmt das auf jeden Fall, ja. Also ich lebe auch generell eigentlich in der Gegenwart, versuche aber, also ich habe auch ein bisschen so die Aspekte von der Vergangenheit, vor allem Mittelalter und so. Ich mag aber auch gerne so Sachen von der Zukunft. Also ich bin immer so irgendwie hingerissen zwischen diesen drei Situationen, zwischen diesen drei Welten quasi, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja. Das finde ich auch gut, ja. Irgendwie. Ja, sowas würde ich eigentlich in dem Sinne schon gerne mal machen, aber da ist ja die Sache, vor allem wenn man in die Vergangenheit reist. Ja, ich auch, ja, tatsächlich. Hinüber und da mal so reinschauen auch, ja. Die Frage ist, wenn man in die Vergangenheit reist, und irgendwas ändert, dann ist die Frage jetzt die, ob sich das dann auch in der Gegenwart ändert oder ob das quasi schon passiert ist und es quasi gar nicht geändert hat, was quasi passiert ist und man das halt in der Gegenwart momentan noch gar nicht weiß, weil man es dann einfach in der Vergangenheit geändert hat und dann halt in seiner eigenen Zukunft quasi in die Vergangenheit gereist ist. Aber das halt quasi, das geht glaube ich jetzt so tief in die Materie. Ja, aber da gebe ich dir recht. Ich finde das echt interessant, das Thema. Habe darüber nachgedacht, sagen. Es gibt ja auch so Filme natürlich über die Zeitreisen. Das sieht man dann ja auch, wenn man in der Vergangenheit die Dinge verändert, ist das manchmal gar nicht so gut. Auch, ne? Genau, aber das ist das, was ich meine.
Wenn man in der Vergangenheit Sachen ändert und man das in der jetzt, bevor man in die Vergangenheit reist, weiß man gar nicht, ob das in der Vergangenheit sich vielleicht so geändert hat, wie man es selber geändert hat. Folglich gehe ich davon aus, dass man die Vergangenheit gar nicht verändern kann, sondern selbst wenn man in die Vergangenheit reist, alles, was man in der Vergangenheit macht, einfach auch so passiert ist, nur dass man es halt einfach selber nicht registriert hat, weil man halt irgendwie keine, weil man halt versucht hat, keine Spuren zu hinterlassen. Aber die Einflüsse in der Vergangenheit sind halt trotzdem da gewesen. Gut gesagt, ja. Das ist so meine Theorie Ja. dazu halt. Das Thema, okay, das finde ich toll. Ich finde das sehr interessant, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, über sowas kann ich mich auch stundenlang unterhalten. Kann man super philosophieren darüber. Das ist sehr gut. Hier Aber wenn du möchtest, kannst du schon den nächsten rannehmen. ja gut, ne, du magst, klar, kann ich gerne. Dann freut mich auf jeden Fall, dass du da warst. Danke fürs Dasein. Kann Und mich auch sehr. ja, ich hoffe, dass du noch viel Spaß an meinen Videos oder generell an allem, an den Streams und so weiter haben wirst. Ich sicher haben, ja. Ich danke dir auch, dass du mich hinzugefügt hast. Alles klar, Dankeschön, ne? Danke. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Na Leute, das war doch mal ein interessantes Gespräch. Ja, jetzt muss ich resetten, nur das Dumme ist, jetzt resettet sich das ganz hoch. So, dann schauen wir mal, wen wir als Hilfe, dann schauen wir mal, wen wir als nächstes rannehmen. Ich persönlich warte ja noch drauf, wenn man. Keine Leute drinnen. Doch jetzt. Hä, was? Ach, you know. Trail halt nicht. wartet jetzt jemand schon längere Zeit? Das ist die Frage, ne? Nehmen wir mal ihn hier dran. Schönen guten Abend. Tag. Und alles fit bei dir? Klar. Ich wollte dich was fragen. Ja, ich Ich höre. habe nächsten Monat bzw. Ende des Monats habe ich eine Woche Urlaub. Ich bin handwerklich so relativ gut. Du hast Problem, ne? Du hast gerade geleckt. Was habe ich? Du hast Probleme in deinem Haus, richtig? Nein. Ne? Du hast mal in Warum geht irgendeinem das denn? Video gesagt, von wegen, dass du dein Dach decken müsstest und sowas. Das hat aber überhaupt keine Eile, außerdem ziehe ich hier eh weg, von daher ist es uninteressant War für mich. gut. War halt nur so ein Vorschlag. Ich wäre bereit, dir zu helfen. Ich bin handwerklich schon auch geschickt. Sowas wie Dachdecken ist nur deswegen ein Ja. Problem, weil ich Höhenangst habe. Und nee, dafür brauche ich keine Hilfe, Dankeschön. Gut. Noch was. Du hast ja die anderen jetzt gefragt, was die von dem Hate halten und alles. Frage ich meine Zuschauer im Normalfall immer, Ja, ja. gut. Ich hatte eine Frage an dich. Es gibt sehr viele YouTuber, die gehatet werden. Zum Beispiel jetzt das Modern Warfare, Infinity War Video hat die meisten Dislikes und alles. Das Problem an dir ist einfach, ich hate dich jetzt nicht, absolut nicht. Ich habe nichts gegen dich, ich habe nichts gegen deine Videos. Alles nichts, nicht verstehen, nicht falsch verstehen. Du, Qualität nimmt gerade extrem ab. ja, ich Du hörst dich gerade ein weiß. bisschen an wie ein Roboter. Ja, du auch. Dein Internet scheißt ab. Versuch wirklich nicht mehr auf Hate einzugehen. Wenn du durch so Sachen wie Drachenlords Hater heute damals, das war der größte Fehler, den du hast machen können. Das war so falsch, dass. Nein. Das ist eine kluge Idee, aber das war genau der Punkt an der Sache. Es war Absicht. Ich wollte, dass es so passiert, wie es passiert. Es hat schon seinen Grund Das. gehabt. Das, was ich tue, hat schon nicht mal seinen Sinn, dass man andere nicht so aussieht. Also, ich mache diese ganze Scheiße ja nicht erst seit gestern. Ja, ich wurde auch gehatet in der Schule. Man sieht's, ich bin fett. Ja, gut.
ich wurde in der Schule gemobbt, weil man hört vielleicht meine Stimme, bla bla bla. Ist scheißegal. Ich bin drüber hinweg. Gut. Ich bin darauf einfach nicht mehr eingegangen. Ich bin mittlerweile ein Mensch, der sagt, fickt euch. Fickt euch, Menschen. Menschen sind alle gleich scheiße. Klar. Genau das sag ich nicht. Und genau das ist der Fehler, den alle machen, die gehatet wurden. Nein. Wurden, weil genau die dann meistens darauf hinauslaufen. Ja, genau. Versuch einfach mal darauf hinauszulaufen, dass alle Menschen... Nein. Versuch mal. Ja, nein, weil jedes Lebewesen hat es Recht zu überleben, egal ein Mensch oder ein Arsch. Genau. Genau, Rainer. Ich sag nicht, dass Menschen sterben sollen. Ich sag es nicht. Ich sag nicht, dass Menschen sterben sollen. Ich sag nur, dass Menschen, die können machen, was sie wollen. Sie sind Arschlöcher. Sie werden immer Arschlöcher bleiben. Es gibt niemanden, auf den du dich zu verlassen kannst. Ich sag aber nicht, dass Menschen sterben sollen. Ich werfe sie nicht ab. Deine Verbindung kackt gerade so brutal ab, gerade fast gar nicht. Und davon abgesehen, wenn das deine Einstellung ist, ist es in Ordnung. Aber meine Einstellung ist einfach, dass jeder das Recht zu leben hat. Und es ist völlig unerheblich, was einer macht. Und du vergisst eine Tatsache. Menschen. Menschen sind völlig uninteressant. Menschen sind genau solche Tiere wie jedes andere Tier. Und da gilt eben, wie bei jedem anderen Tier und jeder anderen Geschichte in der Natur, das Recht des Stärkeren. Die Stärkeren sind die, die überleben. Und das ist halt letztlich auch der Punkt, warum es Leute gibt, die andere haten und mobben. Das ist letztlich der Punkt daran. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das Menschen sind. Und deswegen ist ein Mensch beschissener als andere Tiere gewesen. Moment. Du sagst, dass dass Tiere und alles ein Riesen... Egal. Fangen wir neu an. Ich habe gerade den Faden verloren. Kennst du den Spruch, der ist uralt? Was interessiert die deutsche Eiche, wenn sich eine Sau dran reibt? Kennst du das? Nein. Nicht? Nimm dir das mal zu Herzen. Du sagst selber, du bist so groß, du bist so stark, du bist so schwer. Okay, dann eine deutsche Eiche ist der größte Baum, der im Wald rumsteht. So, sei eine deutsche Eiche, sei der Resistente. Kapierst du nicht, ne? Sorry. Nein, ich verstehe dich einfach gerade nicht, weil die Qualität so scheiße ist. Ich habe sehr empfindliche Ohren und das ist mir echt zu blöd gerade. Ich verstehe schon halbwegs, was der sagen wollte. Nur habe ich jetzt rausgenommen, sorry. Aber die Sache ist einfach die, es ist einfach seine Einstellung. Ich gehe in meine Sache ran, wie ich rangehe. Und das ist das, was ich auch meinen Hater das sage. Ich gehe an das Zeug, was ich so ran, wie ich rangehen will. Und deutsche Eiche, der größte Baum, der im Wald steht. Hast du schon was von einem Mammutbaum gehört? Meine Güte. Und ganz ehrlich, dieses ganze Gequatsche gerade von Deutsch. Ganz ehrlich, das ging mir jetzt irgendwie zu sehr in die rechte Situation rein. Du hattest recht. Was hatte ich recht? Das ging mir jetzt gerade irgendwie hatte ich das Gefühl, der ist in der rechten Szene. Das hat sich irgendwie so angehört. Deutsch. Hä? Alter, geht's noch? Kommst du noch klar? Es ist völlig unerheblich, wo was herkommt. Sag einfach eine Eiche. Eine Eiche gibt's in den USA und überall genauso gut. Sah ja auch so deutsch aus. Ja genau, das war dann das Nächste. Aber wir wissen ja alle, dass die Nazis ja nicht unbedingt die klügsten Menschen sind. Oder die klügsten Hennen im Stall. So, ist der Qualität echt brutal auf den Zeiger gegangen. So, derjenige hier hat hier gerade schon die ganze Zeit gewartet, dann nehme ich den mal dran. Sollte er rangehen? Hallo? Schönen guten Abend. Hi, danke, dass du mich rannimmst. Ich war jetzt die letzten 2 Tage in deinen Streams und habe gecampt und gewartet, bis du mich rannimmst. Ja, hast du heute ja Glück, weil ich heute alle 10 Minuten gewechselt wird. Ja, du hast ja gestern bestimmte Guests irgendwie eine halbe Stunde oder länger drin gehabt. Das könnte bei dir auch passieren, wenn ich jetzt das nicht mit den 10 Minuten drinnen hätte. Einfach deswegen, weil ich halt mit vielen mich auch super verstanden habe. Wenn man sich super unterhalten kann, habe ich damit kein Problem. Ich will eigentlich gar nicht groß auf meine Person und meine Beziehung mit dir eingehen, ob ich jetzt ein Fan bin oder ein Hater. Ich habe einfach nur... Brauchst doch nicht. ...gewisse Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte, wenn du mir da was dazu sagen kannst. Klar.
Hast du das Gefühl, dass dein Leben irgendwie anders wäre, wenn du dieses Video damals nicht gemacht hättest? Diese Sachen, ich habe das gestern schon im Stream ein paar Mal erwähnt, diese Sachen, was wäre, wenn, mit sowas beschäftige ich mich nicht. Weil ich schaue nicht nach hinten, sondern ich schaue nach vorne. Es war ein Fehler, das zu machen, das ist mir klar, das weiß jeder, denke ich, der da nur den geringsten Verstand hat. Aber für mich ist das schlicht und ergreifend einfach uninteressant. Es ist Vergangenheit, das bleibt in der Vergangenheit. Hätte ich die Chance, es zu ändern, ich würde es wahrscheinlich auch nicht ändern, weil ich nicht wüsste, wo ich heute wäre. Das ist, wie gesagt, dieser Punkt. Ich habe zwei Punkte dazu. Entweder ich würde es ändern und wüsste dann nicht mehr, wer ich bin, weil sich dann meine ganze Persönlichkeit ja auch ändern würde dementsprechend. Weil meine Persönlichkeit hat sich ja jetzt im Laufe der letzten 3 Jahre angepasst an das ganze Zeug. Und hätte ich das geändert, hätte ich es angepasst, dann hätte sich meine Persönlichkeit auch angepasst, aber halt in eine andere. Und dann wäre ich vielleicht heute jemand anderes, der ich heute bin. Okay, aber du siehst schon, dass dir ziemlich viele Sachen du hättest dir sehr viele Sachen ersparen können, aber du wärst natürlich nicht an dem Punkt, an dem du heute bist, hättest du das Video nicht gemacht. Das ist, wie gesagt, dieser Punkt, das habe ich auch schon gestern oder vorgestern mal erwähnt. Die Summe unserer Erinnerungen macht uns zu dem, der wir sind. Folglich, ja, du hast recht, natürlich wäre mir viel erspart geblieben, aber dort dennoch ist es halt so, dass einfach ich, wie gesagt, nicht der wäre, der ich heute bin. Und generell, auch wenn die Erfahrungen keine schönen Erfahrungen sind oder keine schönen Erfahrungen waren, sie sind halt einfach da, sie sind Teil meines Lebens, sie werden immer Teil meines Lebens bleiben. Jede Entscheidung macht uns zu dem, wie wir sind. Jede Entscheidung prägt uns, jede Entscheidung sorgt dafür, dass unser Leben sich in eine Richtung entwickelt, die wir halt haben. Und ich bereue meine Entscheidungen eigentlich nur in einem Punkt mit diesem Video, dass ich das gemacht habe und diese Situation, dass ich mein Gesicht gezeigt habe. Aber trotzdem würde ich sie heute nicht mehr ändern, weil ich einfach, würde ich sie ändern, nicht mehr die Person wäre, die ich heute bin. Und ich möchte die Person eigentlich bleiben, die ich bin, denn ich mag die Person, die ich bin. Das ist eine anständige Person, die, also zumindest, ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich das so sehe, wie ich mich halt aus meiner eigenen Perspektive betrachte und wie ich auch mich durch meine Freunde betrachte. Ich bin der Mensch, der anderen gerne hilft, unabhängig, ob die ihm auch helfen. Der aber, wenn jemand ihn halt brutal hatet, verarscht, beleidigt, sonst also nie halt Böses will, schon auch mal sehr extrem reagieren kann. Soll im letzten Endes heißen, ich bin einfach der ich bin. Oder halt Drache, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Ja, finde ich ja auch gut, dass du zu dir selber in der Beziehung eine gute Beziehung hast, dass du mit dir selber zufrieden bist, weil es gibt ja anscheinend viele Leute im Internet, die dich nicht mögen und die alles, was du machst, beizufinden. Aber ich war gestern, als du deinen Stream beendet hast, so um 1 Uhr morgens oder so, war ich dann in Hater-Streams, die in deinem Hashtag gestreamt haben. Und da haben viele Leute gesagt, du wärst an einem Point of No Return. Ne? Du kannst nicht mehr zurück, du bist jetzt in dem Hate, du hast dein Leben quasi deinem YouTube-Kanal gewidmet. Und ja, du kannst da nicht zurück, das ist alles passiert, du bist draußen. Das ist aber auch korrekt. Das ist richtig. Kannst du damit umgehen? Weil ich meine, es natürlich hat ziemlich starke Einwirkungen auf dein Privatleben. Ja, also ich habe viele Jahre dafür gekämpft. Ich kämpfe auch dafür, dass es anderen Menschen besser geht. Ich versuche anderen Menschen zu helfen. Und ganz ehrlich, ich sehe mich, das sage ich immer wieder in mich, ich sehe mein eigenes Leben, meine eigene Existenz sehe ich als etwas, das völlig belanglos ist. Das eigene Leben ist im Bezug die Masse einfach völlig belanglos. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, wenn ich dadurch, dass ich mit meinem Stream, dadurch, dass ich so gehatet werde, dadurch, dass ich diesen Hate auch so weitermache, dass ich einfach weitermache, egal was passiert, egal wie mich die Leute haten, einfach ein paar Leute, die selbst so gehatet werden, selbst verarscht werden, die natürlich nicht mal ansatzweise an diesem Punkt mit diesem Hate stehen wie ich, aber die halt auch sehr brutal von anderen verarscht, gehatet und gemobbt und alles werden. Kleinen Teil dieser Menschen dadurch aufmuntern kann oder generell dadurch stärker machen kann, dass ich eben weitermache, egal was passiert, dass ich einfach mein Ding durchziehe, was ich mache und meine Persönlichkeit dadurch auch wahren kann, was ich mache.
und dann andere Menschen dazu aufsetze, das ist blöd ausgedrückt, dazu halt andere Menschen animieren kann, dass die ihre eigene Persönlichkeit nicht opfern. Es gibt so viele, ich meine, allein in der Schule sieht man es immer. Einer, der voll beliebt ist, plötzlich, keine Ahnung, das NJ, dieses New Yorker Logo, als Mütze, ja, gab es ja damals, waren nicht so bekannt. Oder trägt diese Mütze, ja, kommt jetzt hier so an, trägt diese Monstermützen und alles, fühlt sich voll cool. Das sieht irgendwie scheiße aus. Und dann gehen plötzlich alle her und sagen, boah, ich werde so voll gearscht und alles. Jetzt gehe ich her und ziehe mir diese Mützen an und versuche auch ein bisschen auf cooler zu sein oder versuche einfach mal ein bisschen mich anzupassen. Das Problem ist, wenn man sich anpasst, man ist trotzdem für andere Leute immer noch die Person. Besser gesagt, man ist dann für andere Leute noch die Nachahmerperson, was letztlich für meine Verhältnisse wieder sehr traurig ist, weil man versucht eben letztlich wieder bloß andere nachzumachen, um seine eigene Person, und man versucht man jetzt seine eigene Persönlichkeit zu unterdrücken. Das war jetzt alles ein bisschen sehr gestammelt. Ja, ich habe das Gefühl, du bist jetzt meiner Frage ein bisschen aus dem Weg gegangen. Dann war es keine Absicht. Ja, ich nehme es dir auch nicht übel, aber auf jeden Fall, du projizierst so viel von deinem Realleben ins Internet und du hast auch irgendwie das Gefühl, dass du den Leuten mit deinem Real Life irgendwie helfen kannst, dass du den Leuten eine Botschaft überbringen kannst. Aber an den mit meinem Real Life nicht. Das vorbei. Warte. Mit meinem Real Life definitiv nicht. Geht an den meisten Leuten vorbei. Du machst doch gar nichts in deinen Videos. Du redest über bestimmte Themen, ja, aber am Schluss gehst du immer nur auf dich ein. Du verstehst es nicht. Es geht nicht darum, wie ich im Video rüberkomme. Es geht darum, wie es in den Kommentaren rüberkommt. Es geht darum, wie die Likes sind und die Dislikes sind. Es geht einfach darum. Weil du hast mehr Dislikes als Likes. Eben, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, um den es geht. Ich habe mehr Dislikes. Ich mache trotzdem meine Videos, egal wie viele Leute das scheiße finden und egal, ob es mehr Leute scheiße finden als Leute, die es gut finden. Aber es gibt Leute, die es gut finden. Aber dann auch, dass es Leute scheiße finden. Ich mache das deswegen, weil ich es schon nervig finde, aber ich mache trotzdem weiter. Es geht ja nicht darum, ob ich es scheiße finde oder nicht. Es geht darum, wie andere Leute es beurteilen, die selbst in solchen Situationen sind. Du verstehst das nicht. Es geht nicht um mich als Person. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Die Leute, die das liken, das sind Leute, die da, ich will nicht sagen, das sind Leute, die es verstanden haben. Das sind einfach Leute, die halt mehr damit anfangen können, als die Leute, die es disliken. Noch dazu sind diese ganzen Dislikes, sind zu 90% alles Bots. Wobei die Bots mittlerweile alle ein bisschen, vor allem momentan ist es so, dass die Bots alle ein bisschen runtergehen, weil momentan Juno die Bots auch unternimmt. Aber vielleicht nicht 90%, aber auf jeden Fall sehr viele von diesen Dislikes sind Bots. Das sind eine oder zwei oder drei Personen, die diese ganzen, die Bots eingeschalten haben und die dann pro Person vielleicht 30 bis 60 Bots haben. Und dann sind es halt 5-6 Leute oder was und dann kommen da plötzlich. Bots hast, als dass es Leute gibt, die dich nicht mögen. Und ich nimm's dir auch nicht übel, wenn du dir das immer noch angestehst. Okay, pass mal auf. Lass mal diese ganze Esoterik-Scheiße. Es ist mir völlig egal, ob mich jemand mag, und es ist mir auch egal, ob du jetzt glaubst, dass ich es mir versuche, nicht einzugestehen. Es interessiert mich nicht. Warum soll es mich kümmern? Das ist der Punkt, den ich schon seit 3 Jahren sage. Warum interessiert es dich, was die Leute von dir halten? Warum? Was bringt es dir, ob der Typ 2 Meter weiter dich interessant findet oder dich fürs letzte Arschloch hält? Und davon abgesehen, du hast vorhin was angesprochen, wo ich noch drauf eingehen wollte, wollte ich aber nicht unterbrechen. Da hast du sowas gesagt wie, wie hast du es ausgedrückt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Da hast du irgendwas gesagt von wegen mit diesen Hatern und so weiter und mit diesem. Das kann ich nicht greifen gerade. Moment. Es ist einfach der Punkt, es interessiert mich letztlich nicht. Und es ist einfach letztlich auch egal. Und die paar wenigen Menschen, die es halt interessant finden, oder die paar wenigen Menschen, ich habe schon so oft private Nachrichten bekommen, die einfach gesagt haben, dass ich denen Mut mache, dadurch, dass ich weitermache. Egal wie viel, die Zeit ist um. Egal wie viel Zeit. Ist auch gut so. Ich finde es nach wie vor bemerkenswert, dass du trotz der ganzen Scheiße immer noch weitermachst. Aber am Ende tritt das bei mir trotzdem auf Unverständnis, weil ich nicht sehe, wieso du dein Leben wegen so etwas und so. Das ist auch okay. Das ist ja in Ordnung für dich. Wenn du das nicht verstehen kannst, oder wenn das für dich. Es wird aufhören, wenn du aufgibst. Es ist mir egal, ob es aufhört.
Es ist mir egal, ob es aufhört. Du wirst nur merken, irgendwann wird dieses ganze Hate, diesen ganzen Hate kann man ins Gegenteil umklären. Und das wirst du noch sehen und das wird man noch mitkriegen. Das also ist ja, einfach so eine Sache. Im Moment haben wir... Umkehren. Du lebst ja von dem Hate. Du hast wegen dem Hate... Ich lebe nicht von dem Hate. Ich lebe nicht von dem Hate. Ich lebe von den Klicks. Und die Klicks sind nicht zwangsläufig Hate. Das ist das, was ich meine immer. Die ganzen Leute, die... Es ist mir egal. Ach, Junge, komm. Ohne Scheiß, wenn du sowas behauptest wie... Okay, hast du einen Beweis? Ich meine, einen reellen, echten Beweis, dass die Klicks gekauft werden. Junge, mich kennt fast in ganz Deutschland jeder, der auch irgendwo mal im Internet unterwegs ist. Der Spruch Metal-Leute ist in fast ganz Deutschland mittlerweile irgendwo schon mal gehört worden. Ey, ich kenne Leute, die haben nicht mal Internet. Ich kenne Leute, die schauen nicht mal im Internet und die kennen diesen Spruch. Nicht von mir, sondern weil der überall plötzlich rumposaunt wird und alles. Und ehrlich gesagt, die Zeit ist jetzt auch rum, um ehrlich zu sein. Dann danke ich du hast deine Meinung, das ist auch völlig... Du hast deine Meinung, das ist völlig okay. Und letztlich läuft es darauf hinaus, du wirst es sehen oder du wirst es nicht sehen. Ich werde es verfolgen, das tut niemand. Und wenn du es nicht möchtest, dann ist es einfach. Das ist der einfachste Rat, den ich dir geben kann. Das gilt übrigens für jeden und für alles. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, macht es nicht, schaut es nicht. Basta. Dann braucht man nicht haten, da braucht man nicht verarschen, da braucht man nicht Scheiße labern. Einfach nicht anschauen. Damit habt ihr keine Zeitverschwendung. Ihr verschwendet nicht die Lebenszeit anderer Menschen. Hat jeder eine Win-Win-Situation. Also, dann danke ich dir trotzdem, dass du mich reingenommen hast und mir... Schön, dass du da warst. Peace. Alles klar, hau rein. Ciao. Jo, ciao. So, danke für die ganzen Barren. So, wen nehmen wir denn als nächstes? Ich versuche immer ein bisschen so die Leute im Blick zu halten, die wir schon drinnen hatten. Ich tippe hier mal auf Regenbogen, deswegen mache ich das mal zuerst. Wird sich gleich zeigen. Wenn es überhaupt hingeht, die Person. Mhm. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, ein echter Loser. Die nächste Person. Ich versuche, wie gesagt, immer die Leute dran zu nehmen, die wir gerade, die schon ein bisschen länger warten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Hi. Guten Abend. Guten Abend, Rainer. Kannst du mich denn gut verstehen? Du bist irgendwie schief. Ach, ich muss mein Handy so drehen. Ah ja, ich war schon verwirrt gerade. Ah ja. Ah ja, okay. Sorry, ich bin auf jeden Fall nicht so aktiv. Cooles Shirt. Ja, natürlich. Black Guardian. Hier? Naja, klar. Stimmt, habe ich gerade mal aufgehangen. Lol. Hängt woanders. Weil ich nur 10 Minuten zum Reden habe, wollte ich einfach mal gleich zum Punkt kommen. Ich habe hier ein paar Fragen. Oh je, es laggt aber gewaltig gerade. Oh. Hörst du? Ja, bisschen abgehackt gerade. Ja, ich streame vom Handy. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, aber mit WLAN, oder? Ja, schon mit WLAN, klar. Aber ich wohne nicht so in der Stadt, ich habe kein gutes Internet. Ah, es tut auch weh, mein Handy die ganze Zeit zu heben. Das finde ich sehr. Glaube ich gerne, ja. Okay, auf jeden Fall, ich hatte ein paar Fragen für dich. Weil sie mich einfach interessieren, du hast die Sachen nicht angesprochen, zum Teil hast du so ignoriert, deswegen wollte ich einfach fragen, und zwar, du bist ja so, also ich hätte genau angehalten. Bitte? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Ich hab den Eisenvertrag, der ist weg, oder? Der hängt. Lol. Bist du noch da? Ja gut, er ist einfach rausgeflogen. Das ist natürlich nicht so tolle. Hm.
Machen wir die nächste Person, muss ich mal kurz zurücksetzen und neu setzen. Rainer? Person? Oder doch? Grüß dich, Rainer. Schwarzbild. Kann ich mein Gesicht trotzdem verdecken? Schwarzbild gilt nicht, Leute, das wisst ihr aber eigentlich. Und nein, Gesicht verdecken geht nicht, weil es gibt Leute, die haben den Mut, sich zu zeigen. Wenn du unbedingt was machen willst, vielleicht mit einer Sonnenbrille, das sage ich, ist okay vielleicht noch, aber nee, also anders definitiv nicht, sorry, keine Chance, weil entweder du hast den Mut, dich zu zeigen oder nicht, weil es ich würde das normalerweise als zu arrogant werten, aber die Sache ist wirklich die, dass halt wirklich auch Leute hier reinkommen und sich auch zeigen. Von daher muss ich halt wirklich sagen, sorry. Gut, wir versuchen es nochmal mit Altmetall. Wobei ich den Namen noch irgendwo erkenne, wenn ich mich nicht ganz täusche gerade. So. Verdammte Scheiße. Ich glaube, dein WLAN ist ziemlich beknackt gerade, weil du warst jetzt gerade einfach weg. Ja, bei mir, ich glaube, das war mein Handy, da stand dann irgendwie YouNow jetzt angehalten und keine Ahnung. Also, wegen den Fragen. Also die Frage ist jetzt, du bist ja für mich, kommst du so rüber, als wärst du so ein, ich sag jetzt mal Naturjunge, so ein bisschen, der oft draußen ist. Und wenn er krank ist, jetzt nicht unbedingt Medikamente nimmt. Deswegen wollte ich einfach fragen, wie du zu dem Thema Impfen stehst. Weil heute es war gerade jedes dritte Wort abgehakt. Ich habe irgendwas von draußen verstanden, irgendwas mit Natur und irgendwas mit Tabletten. Hört sich ein bisschen Menschen gerade. Natürlich. Ich wollte dich fragen, wie du denn zum Thema Impfen stehst. Zu was für ein Thema? Impfen. Spritze, Kiffen. Weißt du, gegen Krankheiten. Bin ich generell kein, also gegen Krankheiten ist ja sehr umstritten auch das Ganze, also wenn es wirklich um Krankheiten geht, die medizinische Zwecke hat, dann ist es halt, die halt nötig ist, das ist aber eine Sache, die der Arzt entscheiden muss und man nicht selbst entscheidet. Ich persönlich bin ja selber gar kein Freund von Medikamenten, nicht mehr von Tabletten, also ich nehme auch sehr ungern Tabletten, sei es sogar nur für Kopfschmerzen. Ich persönlich stehe eher so auf pflanzliche Sachen, also Tee und so weiter. Also auch nicht irgendwie berauschendes Zeug, sondern wirklich halt einfach ein Tee oder so ein Zeug. Oder einfach gesund essen. Aber wenn es medizinische hat und man es wirklich medizinisch, ist es halt eine Sache, die halt vorgeschrieben ist vom Arzt und alles. Da mische ich mich nicht ein, da habe ich auch keine Meinung dazu. Das ist halt einfach was der Arzt entscheidet. Aber so letztlich alles finde ich, also ich bin überhaupt kein Freund vom Kiffen, wenn es jetzt ums allgemeine eigene Wohl geht quasi. Man sich selbst entscheidet quasi. Ach, Moment, du, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Es geht nicht um Kiffen, also nicht den hier, sondern Impfen. Ach, Impfen, lol. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, hä, Kiffen, was will der jetzt? Nein, da wissen wir ja, dass du da dagegen bist. Ja, genau. Ja, deswegen habe ich mich jetzt eben gewundert. Impfen, gute Frage. Impfen sollte man sich schon lassen, ne? Also ich bin auch geimpft. Wobei ja, ich meine, ich glaube, ich muss meine Auffrischungen mal machen. Es gibt ja verschiedene Menschen, die behaupten, dass man zum Teil durch Masernimpfungen jetzt als Beispiel Autismus bekommt. Ja, Gründe, warum ich zum Beispiel ungern Tabletten nehme. Man weiß halt nie, was man wirklich einwirft, wenn man die Tabletten zum Beispiel nicht selbst gemacht hat. Und Tabletten höchstens riskieren, wenn du selbst dich wirklich mit so einem Zeug wirklich auskennen, wirklich für möglichst auch noch verstehen lassen. Letztlich muss ich dazu sagen, mir persönlich ist es eigentlich kurz egal, ob mich irgendjemand in dem Sinne überwacht oder nicht oder sonst was. Da gibt es ja auch diese Gerüchte, dass wenn man geimpft wird, kriegt man auch dann solche ganz kleinen Mikrochips implantiert und lauter so ein Zeug. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen Verschwörungstheorien, weil es mir letztlich auch irgendwo egal ist, weil, was die oberen 10.000 machen, interessiert mich nicht, aber die oberen 10.000 interessiert auch nicht, was ich mache. Also, von daher. Was sind denn die oberen 10.000?
Naja, diese ganzen Typen halt, was da ja angeblich rumkursieren und alles. Gibt es doch die ganzen Geschichten mit, wie heißt das, mit diesem Dreieck und was weiß ich alles. Von daher. Ach, die Illuminaten. Ja, und dann gibt es ja noch Freimaurer und lauter so ein Zeug. Und dann gibt es ja auch noch die oberen 10.000, die halt. Dann gibt es halt, ja, wie gesagt, ob es die gibt oder nicht, das interessiert mich nicht. Und wenn es die gibt, dann interessiert die auch nicht, was ich mache. Zumindest nicht als Einzelperson. Dann gibt es ja noch diese ganzen Geschichten mit den. Wie heißen sie? Dann gibt es ja noch die oberen 10.000, wie Rockefellers und was weiß ich noch alles, die da wirklich auch existieren. Die halt, was weiß ich, wie viele Milliarden haben. Oder Trilliarden, was weiß ich alles. Also ich persönlich bin einfach der Meinung, wenn die nur einen Teil von ihrem Zeug dafür. Wenn die einfach dafür sorgen wollten, dass es den Menschen richtig gut geht, würde es den Menschen auch gut gehen, denke ich. So, also ich meine speziell Leute, die halt nichts zu essen, nichts zu trinken und so weiter haben. Aber letztlich ist es mir eigentlich auch egal und letztlich geht mich das auch an Scheißdreck an, interessiert mich auch an Scheißdreck. Von daher. Ja, okay. Aber dafür, dass es dich nicht interessiert, bin ich auf jeden Fall begeistert, wie du dich da doch auskennst mit dem Essen. Das sind alles so Sachen, wo ich mich mit ein paar Kumpels mal drüber unterhalten habe und die haben sich da ein bisschen besser ausgekannt als ich, aber ich habe mich da nie wirklich drüber informiert. Oder ist die schon richtig drin? Hä? Wie drin? Nein, die haben halt irgendwie mal, die haben halt irgendwas mal selber recherchiert oder irgendwo mal mitbekommen oder man hat irgendwann mal eine Doku gesehen oder man hat irgendwann mal eine Doku überall mittlerweile. Braucht man doch bloß mal irgendwie Verschwörungstheorien oder so anschauen. Wo ich auch ab und zu die eine oder andere mal angeschaut habe, aber ich gebe da nichts drauf. Ich schaue halt irgendwann mal Dokus vielleicht. Und die laufen dann halt nebenbei, wenn ich zocke oder so. Ach so. Die nächste Frage wäre bezüglich der Geschichte mit den Biozähmen, was du ja immer wieder nennst. Mit was? Das Biozähm. Zähm, Kreidezeit und so. Biozähm, ja, Biozähm kann man beides aussprechen, glaube ich. Oder, und zwar, ich bin kein Evolutionswissenschaftler, allerdings studiere ich Archäologie und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Biozähm nicht gibt, weil ich glaube, du meinst es Pliozähm, also mit P-L-I-O. Das lässt sich kurz nachgoogeln, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gibt, aber da gibt es kambrische Zeitalter und so fort, warte mal. Genau, das Biozähm ist ja dann in Tertiär. Das ist ja der Bereich zwischen Kreidezeit und heute. Und das ist dann irgendwo so in der Nähe vom Oligozän und Pleistozän angesiedelt. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen davor. Biozähm. Also ich kenne Biozähm als Schimmelmittel. Kann auch sein, dass ich es einfach immer falsch ausspreche, keine Ahnung. Biozähm. Ja. Ja, es gibt ja da sowieso zigtausend Unterkategorien und alles. Es gibt ja dann, es gibt das kambrische Zeitalter, da fallen ja verschiedene Zeitabschnitte. Ja, und da fallen ja verschiedene, und da gibt es ja die Hauptkategorien, da gibt es die Unterkategorien und dann gibt es ja nochmal Unterkategorien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt alles. Kreidejura und so weiter, ja, glaube ich. Das ist das, was ich eben, ich glaube, es gab es. Mesozoikum. Und ich dachte eben, dass das Biozähm entweder zu der Jura-Kreidezeit, also das Oberding ist, oder dass es, also das habe ich immer verwechselt, oder dass es das, was habe ich jetzt gerade noch gesagt? Wo die Sekten geherrscht haben, ich vergesse es jetzt mal. Das kambrische Zeitalter, dass es da wie die Oberkategorie war. Irgendwas sowas habe ich im Kopf, aber es kann sein, dass mich auch durch. Also da lege ich mich nicht drauf fest, das habe ich jetzt genau im Kopf. Ich beschäftige mich damit halt immer so nebenbei ein bisschen. Bitte? Ja. Okay, also wie gesagt, ich wollte das einfach so richtig stellen, weil ich halt glaube, dass es das eben nicht gab und ich nicht wusste, ob du das weißt, beziehungsweise ob du es nicht einfach falsch aussprichst. Deswegen, es hat mich immer sehr verwirrt, wenn du darüber geredet hast. Kannst du mich noch verstehen? Ja, ich verstehe dich noch. Ich google okay, bloß gerade was nach. Ach so, weil du hast Standbild, deswegen habe ich Angst gehabt, dass schon wieder hier bei mir alles abgeschnitten ist. Es kann auch sein, dass es mal kurz. Das bricht bei mir auch manchmal zwischendurch ab, ich weiß nicht genau warum. Ja, das Stream zwei Blöde mit demselben blöden Internet. Dann wollte ich noch fragen, und zwar, ich habe ja öfter, also ich verfolge deine Videos relativ aktiv. Ich lasse jetzt mal ich bin Zuschauer, wie du ja auch gern sagst. Und zwar, du regst dich
relativ oft, du regst dich auf, du bemängelst halt, dass du... Sorry, jetzt gerade verstehe ich dich gerade überhaupt nicht, also das ist gerade... Ach so, okay. Das ist gerade extrem schlecht gewesen. Entschuldigung. Okay. Und zwar wollte ich dich da vor Kenntnis setzen, ich weiß auch nicht, ob du das schon vielleicht anderweitig mitbekommen hast, aber du wurdest tatsächlich in einem PDF-Bericht erwähnt. Also nicht wirklich namentlich erwähnt, aber es ging um Hasstiraden im Internet und da werden so Kommentare gezeigt und in einem steht dann auch tatsächlich dein Name drin. Also ein Name und dann Ausrufezeichen und ein Caps Lock geschrieben. Okay. Ja, das ging halt wie gesagt wirklich so thematisiert, aber anscheinend sitzt da wohl bei PDF jemand drin, der das ich nenne es mal Drachengame anscheinend schon kennt und auch verfolgt und da die Infos hat. Okay. Kannst du ja vielleicht mal auf der CDF-Website schauen, wenn du Muße dafür findest. Okay, naja, dann ich schau mal, wenn ich da eventuell mehr Zeit dafür habe. Weil Zeit habe ich für sowas eigentlich immer nicht. Und mich interessiert jetzt eigentlich auch herzlich wenig, ob die irgendwas über mich erzählen. Ich habe auch kein Interesse zum Fernsehen zu gehen oder mich da irgendwie mit denen zu beschäftigen, weil letztlich ist das, was die erzählen, sowieso meistens Bullshit. Ach so, ja gut, das PDF, das ist ja relativ, keine Ahnung, ich verfolge überhaupt kein Fernsehen, ich schaue schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ich habe da nur Informationen, ob die irgendwie richtig sind oder nicht, oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich verfolge sowas überhaupt nicht, interessiert mich auch nicht. Also kann man davon ausgehen, dass du generell sehr pressekritisch bist? Wenn dich irgendwann mal jemand interviewt hätte und das Ganze dann so oft rausgeschoben hätte, dass du es immer wieder, dass du es ab und zu mal erwähnt hast, dass die das dann anschauen sollen, weil es da und da angeblich kommt und das Interview nie gekommen ist, dann wärst du auch ziemlich pressekritisch, glaubst du mir. Und das ist mir vor 2 Jahren passiert. Ach, vor 2 Jahren war das, wollte ich gerade fragen, wann das ungefähr war. Du musst wissen, ich kenne dich seit deinem 50-Abonnenten-Special mit dem nordischen Mythologie-Teil. Ja, das war das Radio Z-Interview, vielleicht kennst du das ja noch. Nee, tut mir leid. Ich hab das Interview auch nie gehört. Dazu. Ja, weil es nie existiert hat, das haben die nie frei gemacht, das haben die nie hochgestellt. Ach, das hat veröffentlicht. Das haben die nie veröffentlicht, das meine ich ja damit. Ich habe das ein paar Mal dann auch in meine Videos erwähnt und dann hat es hinterher immer geheißen, du bist vor der Lügner und die haben das nie veröffentlicht. Was richtig ärgerlich ist. Ich habe sogar einen Vlog gemacht, wo ich bei denen im gesessen war. Irgendwas, ich meine, ja, aber die haben das nie veröffentlicht, irgendwie, weil angeblich so viel Hater damals waren. Und damals habe ich noch gar nicht so viel Hater gehabt, wie ich dann im Nachhinein halt hatte, aber naja. Aha. Ich bin irgendwann mal, jetzt wo du es halt schon angesprochen hast mit Journalismus und so, ich erinnere mich an die, ich möchte es auch gar nicht mehr thematisieren, was da passiert ist, was du jetzt gemacht hast, was du da nicht gemacht hast, mit diesem Anschlag auf das Auto, aber, hast du ja auch gesagt, die Fränkische Rundschau, oder die war glaube ich die Zeitung, die das geschrieben hat, diesen Bericht, die hatte das ja... Das war nicht ich und es hat mit mir nichts zu tun gehabt. Das haben irgendwelche Hater, gehe ich mal davon aus, an die Presse weitergeleitet, weil die Polizei hat da nichts weitergeleitet. Ich habe ja selber meine Meinung dazu gesagt und meine Äußerung dazu gesagt auf YouTube. Und die Presse selber, beziehungsweise die Zeitung selber, hatte weder mit mir ein Interview, noch hat die Polizei irgendwas an die weitergegeben, vor allem weil sie es überhaupt nicht durften. Und das hat halt irgendein Hater dann aufgrund meines Videos irgendwo gepostet. Oder vermutlich, was ich letztlich denke, waren das vielleicht sogar ein paar von diesen Idioten, die dabei waren. Letztlich, das, was da in der Zeitung steht, völliger Bullshit. Und das ist das, was ich schon seit Jahren predige. Schaut kein Fernsehen, lest keine Zeitung, weil das, was da drin steht, ist zu 99% Bullshit. Es gibt mal ein paar Sachen oder ein paar Sender oder mal ein paar Zeitungen, die man für voll nehmen kann, aber es gibt einfach viele. Man muss es einfach nicht. Habe ich einfach nicht einmal, nicht zweimal, sondern bei 100 Mal gemacht. Und deswegen, und das habe ich auch schon bevor ich mit der Schulzeit, weil wir da mal einen Bericht von der Schule und alles hatten. Also ganz ehrlich, ich glaube keinem im Fernsehen und ich glaube keinen in Dingen. Ich glaube manchmal sogar, also ich würde sogar sagen, dass 90% vieler YouTuber einfach nur oft Blödsinn erzählen. Wobei wer und überhaupt sowieso dahingestellt ist. Es gibt auch YouTuber, die echt richtige Sachen machen. Es gibt auch manche Zeitungen und auch manche Fernsehsender, das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, dass es halt wirklich viele auch da gibt in der Szene oder in dem Bereich, wo halt einfach nur Scheiße machen und Scheiße labern und einfach nur Fehler finden. Das coole Zoom ist ja da das beste Beispiel, aber ich glaube nicht, dass die FAZ jetzt zum Beispiel
oder die Süddeutsche es unbedingt nötig haben. Ich meine, die haben ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? Die haben ja den Ruf. Und dann frage ich mich, warum die unbestätigte, und nicht sichere Sachen in ihre Zeitung geschrieben haben. Ich habe denen nie ein Interview gegeben. Die Polizei hat auch denen nie was gemacht. Zumindest dürfen sie das gar nicht. Man braucht ja kein Interview mit dir führen, wenn die Pressestelle, also die Polizei hat ja in der Regel eine Pressestelle. Wo was aufgeschnappt. Ja, irgendeinen Hater hat rufen, da werd ich mit dir 1 Million Euro. Da hat okay. Irgendeiner von den Hatern bei denen angerufen, hat da irgendwie gesagt, das und das ist passiert. Hat denen gesagt, was Sache ist. Die Journalisten sind dann meistens so drauf, oh, das ist was Geiles, da müssen wir sofort was machen. Und dann haben sie es halt gleich so geschrieben, wie der das denen gesagt hat, obwohl es überhaupt keine bestätigten Quellen dazu gibt. Wirklich, also glaubst du, dass eine Regionalzeitung das nötig hat, zu sagen, das bringen wir jetzt direkt auf an, das wir dann nicht. Vor allem Zeitungen haben das heutzutage nötig, weil Zeitungen nicht mehr so oft, vor allem von den Jugendlichen und Minderjährigen und so weiter, wird das ja fast nicht mehr gelesen. Also ich lese oft Zeitungen. Naja gut, dann bist du halt einer von denen, ich bin jetzt auch nicht die das nicht machen. Also 90% meiner Leute, die ich so im Freundeskreis, also, es gibt schon zumal, aber die lesen das vielleicht mal im Monat oder so, wenn überhaupt. Also einmal im Monat kann eine Zeitung für 2,50 oder was nicht leben, vergessen. Okay. Und da gibt es halt dann bloß ein paar hundert, die das machen. Und die Alten lesen halt noch viel Zeitung. Aber ja, die müssen irgendwas reinhauen, die müssen irgendwas machen, damit die Jüngeren oder die Jugendlichen da auch Interesse dran haben. Und ich meine, die Bild-Zeitung macht es halt ziemlich geil mit ihren Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Geschichten. Also, das war jetzt ein blödes Beispiel als Sex. Die machen da ja irgendwelche Nacktweiber dauernd rein und so weiter und viel Skandal und so weiter. Hauptsache, es wird gelesen. Und genauso läuft es auf YouTube. Das ist genau die gleiche Geschichte wie RTL, YouTube und eben Bild-Zeitung quasi. In vielen Fällen. Ich sage nicht, dass alles so ist, ich sage nur, dass es in vielen Fällen so ist. Letztlich ist es mir auch extrem egal. Mich interessiert Medienwelt in dem Sinne nicht, was da irgendwo draußen interessiert. Weil ich meine, warum soll es mich interessieren, welcher Promi wen betrogen hat und mit wem geschlafen hat? Und mich interessiert höchstens, welcher Promi mit wem geschlafen hat, wenn ich einer von den Parteien war, der mit dem geschlafen wurde und mit dem nicht geschlafen wurde quasi. Wobei ich hier nicht sagen will, dass ich ein Promi bin, sondern lediglich halt die Aussage, der Promi hat halt den betrogen mit zum Beispiel dem da, obwohl der nicht bekannt ist ungefähr. Darum ging es mir jetzt halt quasi so. Ich ganz kurz unterbrechen, weil die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Ja, ich hätte gerne noch eine Frage. Ich habe den Wecker vergessen zu stellen. Die letzte Frage wäre jetzt, also ich schaue ja öfter deinen Stream und in deinem Stream läuft relativ wenig Metal. Jetzt so dafür, dass du halt sagst, du bist richtig krass und so. Also in meinen Streams läuft durchaus ziemlich viel Metal. Es läuft bei mir eben alles, was läuft. Wenn ich da bin. Dann hast du Pech gehabt. Ich mach manchmal ganze Abende, wo ich nur Metal laufen habe. Und ich habe jetzt seit letzten Monat so gut wie gar nicht gestreamt. Und da habe ich nur verschiedene Sachen gespielt. Und ich habe ich habe gestern Rebellion gespielt, ich habe heute Rebellion gespielt, wenn ich gestreamt habe. Zumindest unterm Tag. Auf Abend zu habe ich dann. Was habe ich denn gestern Abend gespielt? Von Gravedigger? Es gibt nur das von Gravedigger in dem Sinne, wenn es das Original sein soll. Okay. Dann wollte ich noch fragen, ob ich für mich Scream oder Growling kann. Kann ich überhaupt nicht. Kannst du nicht? Kann bloß irgendwie so komische Geräusche von mir geben, nichts mit Screamen und Growlen zu tun. Also wenn du mal Interesse hast, ne, das zu lernen, ne, schreibst du mich auch genau an, ne? Dann schauen wir mal, wie wir irgendwie einen platten Stream machen. Dann kann ich dir so ein bisschen zeigen. Also ich hab da so einen kleinen YouTube-Account, ich mache überhaupt nichts Großes. Möchte ich den jetzt auch hier gar nicht preisgeben, aber wenn du da mal wirklich Interesse dran hast, dann kann man da bestimmt irgendwas machen, ne? Ich bin eigentlich eher, wenn es ums selber singen oder so geht. Wenn es ums Singen geht, bin ich eigentlich eher, also ums selber singen geht, dann bin ich eher ein Fan von normalem Gesang, also in dem Sinne eher so Heavy-Stil technisch quasi. Ich höre total gerne Sachen wie Growl und so weiter. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst ein Fan von Ami, Amon Amarth und so weiter. Und jetzt habe ich Ami, Amon Amarth und Lemmy verknüpfen wollen. Ami. Der Ami Amarth, ja. Also ich bin eher so ein Fan, ich bin schon ein Fan auch von Equilibrium, Inciferum und so weiter und so fort. Also das ist nicht das Thema, aber wenn es ums selber singen geht, Growl und so weiter, habe ich eigentlich. Ja, genau. Und ich bin eigentlich kein Fan von dem selber singen, dann quasi Growlen oder Screamen.
Ich mag auch sehr gerne Scream-Sachen, so, okay. Aber... Ja. Was ist deswegen eigentlich, da bin ich eher so für ganz so meins. Ich mag Techno nicht. Und weiter? Ja, nö, das war einfach die Aussage. Und dann wollte ich noch kurz was fragen, ob du das hier erkennst. Kann man das sehen? Weißt du, was das hier ist? Nein, was soll das sein? Eine Zahnspange. Ah ja, und die sind interessant, weil... Ja, das, du hast ja einen relativ großen Unterkiefer, ne? Also die Leute nennen dich ja auch Oger. Ich habe keinen, keinen großen Unterkiefer, ich habe einfach nur einen verschobenen Unterkiefer. Das ist ein Unterschied, Kollege. Okay, dann ist er verschoben. Dann ist er auch egal, zu groß, zu klein, verschoben. Wenn du es irgendwann mal beheben willst, dann empfehle ich dir, hier sowas zu tragen, ne? Gibt's bei deinem Zahnarzt in der Nähe? Brauche ich überhaupt nicht. Ich kann dafür sorgen, dass ich dass du sie benötigst, wenn du möchtest. Ja, ich auch. Ist ja nicht. Ich hab ja eine. Ja, ich kann auch dafür sorgen, dass du nicht mehr brauchst. Machen wir es so. Wenn du nicht mehr brauchst, was machst du? Nein, das ist nur ein einfacher, leichter Eingriff. Nennt sich Draches Feuerhaken. Ich schlag einfach mit meiner Faust einmal gegen deinen Unterkiefer und dann hast du gar keinen Kiefer mehr. Ja, das ist aber nicht so wild. So. Gut, Leute, ich muss echt daran denken, die Dinger zu machen, die 10 Minuten. Einzustellen. Jan hilft. Ah ja. So, nächstes Gesprächsthema. Alter, sind da gerade wieder viele da. Danke für die Likes. Ne, die Button, Entschuldigung. Button. Ich tippe mal wieder auf Hater. Oder auf Regenbogenscharf. Wobei, das eine schließt das andere nicht aus. Bitte, Entschuldigung. Liebe Mädel. Hast du auch den Mut, dich zu zeigen, du Loser? Nee, hab ich nicht. Sieht er? Das ist das, was ich meine, ja? Große Fresse. Nichts dahinter. Das ist das Übliche. Das gleiche Gewöhns, das gleiche Geschichten, Schmarrn. Na? Hallo? Hallo? Hallo, Drache? Liegt es jetzt an mir, dass das Bild schon wieder das gleiche ist? Nein, warte. Hä? Das Bild? Hä? Moment. Eigentlich habe ich Bild. Moment. Ach so, warte. So, jetzt. Hä? Nein, ich habe das... Warte, ich... ...der diesen Lülülü-Song gesungen hat. Warte, ich... Kann, dass es ein Fehler bei mir ist. Ich komme nochmal rein. Ich gehe nochmal raus und dann komme ich nochmal rein. Alles klar. Nee, warum habe ich das gleiche Bild nochmal gehabt? So, ach Leute. Immer der gleiche Kasper, der aber. Also, mit dem anderen Typen meine ich jetzt. Danke. Ach ja, machen wir mal erst einmal Xüfel zusammen. Xüfel. Und schon wieder Kapier mehr. So, jetzt. So, jetzt geht's. Genau. Hallo. Guten Abend. Hallo, Drache. Ja. Wie geht's dir so? Und alles fit? No, und bei dir? Ja. Ja, läuft schon. Ja, und ich wollte dich fragen, und zwar, wie machst du das mit dem Headbang? Weil wenn ich Headbange, dann tut mir mein Nacken voll weh. Übungssache. Übungssache? Das ist Übungssache. Am besten fängst du mit langsameren Liedern an. Fängst mit langsamen Liedern an,
Und wenn's das dann war, am besten immer ein bisschen vorher warm bangen, also immer ein bisschen erst langsam machen und dann kannst du auch schneller werden, dann müsste es schon gehen. Der Nacken tut dir am nächsten Tag dann, wenn du dir wirklich durchgebangt hast und so, schon auch weh, das ist schon klar. Aber ja, das muss man halt in Kauf nehmen, ne? Okay. Aber ist schon heftig, was du so drauf hast an Headbang-Moves. Naja, es sind ja keine Moves in dem Sinne. Mir hat, ja, das kann ich hier mal sagen, das bisschen, was ich da gebankt habe in dem Video, vielleicht darauf, deswegen redest du, also deswegen sprichst du es wahrscheinlich auch gerade an. Da hat Beispiel der Nacken nicht danach, wie geht das, war nicht aggressiv genug. Das war bloß so ein bisschen hin und her halt. Aber ich bin jetzt auch ganz anders gewöhnt, halt. Ich mache das ja seit ich 20 bin, 19, 20 bin, sowas in dem Zeitraum. Habe ich damit angefangen. Also ich finde deine Headbang-Videos schon sehr super. Also ich finde es echt cool, dass die wiedergekommen sind. Ich muss auch schauen, dass ich damit was mache. Also ich will auf jeden Fall öfter wieder was machen. Momentan ist wirklich die Sache an... Das ist halt kalt. Dass ich da öfter mal wieder was mache in die Richtung. Das ist aber gar nicht so ganz... Das ist gar nicht ganz so einfach immer. Gar nicht ganz so einfach. Das haben wir angefangen, das haben wir schon gesprochen. Das ist gar nicht so einfach. Das Ganze kann ich weglassen. Das ist gar nicht so einfach, das Ganze so zu machen. Und ja, ich muss halt... Ist halt eine Übungssache, mein Gott. Wenn man das langsam anfängt und dann durchzieht, dann geht das schon eigentlich. Und hattest du schon schwere Verletzungen dadurch? Also nicht schwere, sondern Verletzungen? Ich habe Verletzungen in dem Sinne. Man kann sich damit ja eigentlich nicht wirklich verletzen. Also zumindest nicht in dem Sinne. Ich erinnere da gerne mal an den RTL2-Bericht. Dann gab es mal einen RTL2-Bericht. Wissenschaftler haben jetzt den genauen Winkel zum Headbangen entwickelt. Und zwar immer genau im 90-Grad-Winkel. Und nur bei jedem zweiten Takt bangen. So ist die Gesundheit gewährleistet. Das sind ja bestimmt dann die Leute, die das sowas noch nie gemacht haben. Richtig. Der Bericht war ungefähr zu dem Zeitraum, als ich mit Videos angefangen habe. Ich wollte damals immer ein Video machen, wo ich den Bericht reinnehme und mich darüber lustig mache. Das wäre auf jeden Fall nice Bericht gewesen. Vielleicht finde ich den Bericht irgendwo nochmal, dann mache ich das nochmal. Okay. Selten dämlich auf jeden Fall. Ich meine, ein Headbanger interessiert einen Scheißdreck. Und was angeht Verletzungen in dem Sinne, also wirklich bleibende Schäden oder so, habe ich keine davon getragen. Aber auf Festivals zum Beispiel ist es schon sehr gefährlich, wenn man headbangt und die Leute dann rumlaufen oder so während des Lieds und an einem vorbeilaufen. Bei mir ist immer so die Sache, ich brauche immer Platz zum Headbangen, vor allem früher mit meinen langen Haaren noch. Und da war es halt so, wenn ich gebangt habe, da ist mir irgendjemand da mal vorne vorbeigelaufen und ich habe genau in dem Moment bin ich nach vorne und habe erwischt und habe mir da voll den Schädel geschlagen. Und ich sag jetzt mal, wenn ich in meinem Rhythmus drin bin, ja, also ich habe ja einen richtigen Speed auch drauf, wenn ich das permanent mache. Und ich war in dem Moment in der Windmühle. Das ist, bei der Windmühle macht man halt so eine Kreisbewegung mit dem Kopf. Hast bestimmt schon mal gesehen. Ja. Und wenn ich da wirklich ein bisschen das mache und zum Beat und zum Rhythmus bin, dann bin ich da, habe ich da schon ganz schön Geschwindigkeit drauf. Und wenn ich von jetzt auf gleich sofort quasi gegen jemanden stoße und völlig stillstehe plötzlich mit dem Kopf, dann ist das fürs Gehirn absolut ungut. Das hat auch gescheit wehgetan. Also ja, der vorne halt überhaupt nicht, ne? Aber es ist blöd, wenn plötzlich die Bewegung komplett weg ist, weil das Gehirn schwimmt dann halt ein bisschen, ne? Ja. Und dass man halt eben so Schleudertrauma und so weiter, dass man das halt möglichst auch ein bisschen vermeiden kann. Was natürlich auch auf Dauer nicht funktioniert, ist ja ganz klar. Deswegen hat man ja das auch. Aber jetzt schon böse enden, wenn es halt von jetzt auf gleich bei einer Geschwindigkeit beim Bängeln plötzlich stehen bleibst, ne? Also. No. Wer das mal nachvollziehen will, kann das ja mal machen, richtig schnell im Kreis headbangen und auf einmal die Bewegung stoppen. Das ist echt kein angenehmes Gefühl. Aber Verletzungen in dem Sinne würde ich jetzt nicht behaupten. Obwohl wahrscheinlich gleich ein paar Kekse behaupten, ja, du hast doch Bleibschäden hinterlassen. Danke für die 500. Was ja heute was die Zeit abgeht, Alter, mit diesen Baden, ist echt krass. Warte mal. Okay. Wie lange Zeit habe ich ihn noch? Habe ich überhaupt gestartet? Ich glaube nicht. Das ist das Problem. Sagen wir mal 5 Minuten. Okay, 5 Minuten. Was hältst du denn für uns in Hater-Aktionen so?
muss jetzt nicht sagen, ob du einer bist oder nicht. Das übrigens, ich bin kein Hater, ich mache deine Videos gerne. Das sag ich jetzt allgemein. Das wollte ich vorhin schon mal sagen. Wenn ihr hier reinkommt, so wie der Typ von vorhin, also nicht er hier, sondern der von vorhin, ihr braucht nicht sagen, ob ihr ein Hater seid oder nicht. Das ist völlig uninteressant. Das interessiert niemanden hier. Es geht nur darum, dass ihr eure Meinung hier frei äußern könnt. Deswegen habe ich den Typen auch nicht gleich rausgeschmissen vorhin, als er halt gesagt hat, ja, Amon ist definitiv Techno. Also, ja, ne? Also, ich bin kein Hater. Von daher, ja, wie gesagt, habe ich jetzt im Allgemeinen gesagt. Das wollte ich vorhin schon sagen, habe ich einfach verplant. Kopf, bleibende Schäden und so, ne? Weißt schon. Ja. Was ist das so deine Meinung zu? Also ich finde, es gibt Sachen, die gehen zu weit, wie zum Beispiel die von, was war das nochmal, wie hieß denn der Kanal, diese Cartoons von, wie hieß der, Cyberschiss? Kenn ich gar nicht. Achso, irgendjemand macht so komische Cartoons und der wird das ziemlich Ich kenne nur den Captain Metal, kenne ich. Ich guck mal nach. Das könnte Captain Metal sein, das ist der, wo ich kenne mit Cartoons. Wo so eine Figur hat, so eine dicke Figur, so ja. Ganz kleine dicke Figur, so mit so Haaren, wo dann so weggehen, wie so bei der Herzkönigin, weißt? Ja, genau. Nee, ich meine schon Cyberschiss. Der macht so überzeichnete Cartoons und die finde ich ein bisschen zu weit. Oder die von Captain Metal gehen auch schon ganz schön zu weit. Ich meine vor allem nackte Inhalte und so weiter auf YouTube finde ich dann immer ein bisschen seltsam. Dann hat er manchmal so Bilder und alles, weil der Charakter wirklich nackig rumrennt und so weiter. Finde ich ein bisschen strange. Aber so Sachen wie von, ich mag ja auch Regenbogenschaf nicht so sehr, aber das Lied, was er gemacht hat, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist halt ein Ohrwurm, der Witz daran in diesem Lied ist halt das Einzige, was er halt wirklich selbst gemacht hat, was wirklich 100% von ihm ist, ist halt das Lü. Alles andere hat er ja gar nicht selbst gemacht. Weder der Rhythmus ist von ihm, noch der Takt oder das Lied selbst, weil das Lied, das kann sich jeder auf YouTube ziehen. Was mir dann im Nachhinein auch schon immer wieder viele gesagt haben, der und der YouTuber verarscht dich, der hat einen Lügenlord-Song drinnen. Nö, hat er nicht, der hat lediglich den Rhythmus davon drinnen, weil man sich das auf YouTube legal ziehen kann. Und für seine Videos verwenden kann. Das darf man. Ja. Und, wie ist der Amerikaner? Moment. Bonclicks. Bonclicks, genau. Bonclicks. Zumindest weiß ich nur von den einen. Bonclicks. Den finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich gucke mir seine Videos schon gern manchmal an. Jo. Ich gehe auf Beitrag her. Alles klar, Eileen, hau rein. Tschüss, schönen Abend noch. Guckst du den Bonclicks? Ich verfolge von den Hater gar nichts. Ich habe da vielleicht mal ein oder zwei Videos von gesehen von denen. Das gilt für fast jeden YouTuber. Der einzige, wo ich öfter mal ein bisschen reingehört habe, war damals Regenbogenscharf. Aber selbst Dorian und so weiter. Ich habe alles mal ein bisschen mitbekommen, aber verfolgt habe ich von denen nie was. Also Dorian gucke ich schon aus Prinzip nicht, weil der ist ja mit dieser Aktion mit Erdbärchen ein bisschen zu weit gegangen, fand ich damals. Ja, fanden viele, sind damals viele. Von diesem Kinder-Specialist-Hater-Zeug, also es gibt ja wirklich diese Specialist-Hater, die halt nur ein bisschen trollen quasi und ein bisschen weiter. Das ist ja auch in Ordnung, das man ja von mir aus auch, ist ja auch kein Thema. Aber viele von denen sind dann halt wirklich in mein Lager gewechselt oder haben halt das Ganze komplett aufgehört zu schauen, weil sie halt alle fanden, das war einfach zu viel, das war einfach zu weit gegangen. Ja, oder zum Beispiel, was ich definitiv bei mir zu weit ging, das mit Rudi ausbuddeln, das war auch schon... Oder wo der Enid das Grab besucht hat. Das war... Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, es gibt ja auch... gibt ja auch so Leute, die gehen her und machen so Wix-Videos und nehmen das Bild quasi von meiner Schwester oder meiner Mutter oder so und wixen dann da drauf so, ne? Also das ist auch... Ja. Finde ich auch ein bisschen arg krank, ey. Das ist... Nicht wer cool. Ist Rudi ausbuddeln? Das ist nicht wer ist Rudi ausbuddeln, sondern mein Vater hat so geheißen und ein paar Leute haben so gesagt, ja, wir buddeln deinen Vater aus, so ungefähr. Okay. Ach ja. Na gut. War auf jeden Fall schön, dass du da warst. Die 10 Minuten sind jetzt gleich um. Gut. Und freut mich auf jeden Fall, wenn es das so kannst. Das ist für jeden übrigens, der hier so im Stream dabei ist, ihr könnt gerne mal ein bisschen reinkommen, damit so eure Meinung dazu teilen. Weil, ja, auf jeden Fall, ich gucke dich sehr gerne. Ich verfolge dich auch gerne. Jo, morgen kommt wieder Donkey Kong Country. Oh, da freue ich mich schon richtig drauf. Heute kam ja auch schon eins, also heute, morgen und übermorgen. Also die, heute und die nächsten zwei Tage sind schon fertig hochgeladen. So, das ist mein Handy. Ja. Gut.
Dann schönen Tag noch. Cool, dass du da warst, danke zu schauen und fürs Dasein. Und bis demnächst, ne? Vielleicht sieht man sich ja wieder. Jo, ciao. Ja. Tschüss. So, Leute. Liebstes Hutes Girl. Bist du geistig unterentwickelt? Ja, und das soll ich mir von jemand mit dem Namen sagen lassen, ernsthaft? Gut, stell gerade noch meinen Wecker ein. Ich muss mal kurz Socken anziehen. Ich hau euch mal irgendein Lied rein, irgendwas, irgendwie. Bitte, Entschuldigung. Mal kurz ein Lied rein und gehen, jetzt haben wir mal kurz Socken anziehen und eingeschlafen. Bis gleich.
saugeiles Lied. Saugeiles Lied. Huch, da ist mein Arschkratzer runtergefallen. So. Gut. Ich glaube, so ein, vielleicht zwei Gäste nehme ich noch an. Ja, mal gucken. Drache, auch wenn ich einen Block riskiere, was ist der Unterschied zwischen Rock und Metal? Hä, warum soll ich nicht für sowas blocken? So ein Quatsch. Metal ist so. Blöde Frage, wen nehme ich jetzt? So viel Auswahl. Wen überrascht's? Aber wie gesagt, ich gehe bei Frauen immer davon aus, dass es regenbogenscharf sein kann. Oder generell irgendein Hater, weil die generell immer meinen, der nimmt bestimmt nur eine Frauen dran. Und so kann ich es immer gleich raushauen. Habe ich ein bisschen weniger und ein bisschen mehr. Also ein bisschen weniger Probleme. Ich fick dich im Arsch, Schwein! Ich fick dich im Arsch, du kleiner Fehlerkanacke! Ich sollte vielleicht hergehen und jetzt auf den Kopfhörer umlegen. Mein Fehler. So, jetzt wieder. Und gleich wieder einen zum Ausmerzen. Oh yeah. Vor allem, weil er sich Pferd B nennt. Kann ich direkt wieder rauskicken. Vor allem, weil die sind zu dumm zum Pferd schreiben. Wann kommt das Zelda-Let's Play, du Buller Golem? Sobald ich dich in den Arsch gefickt habe, also morgen. So, Tic-Tac Metal. Auch der nächste Hater, kann ich auch gleich wieder rauskicken. Ich mache das nur, damit die Liste ein bisschen kleiner wird. So, dann habe ich nicht mehr so viel Auswahl. So. So, nächste Geschichte und tschüss. So, und das war wegen dem Namen. Und welche der Maske gleich direkt, dass ich mein Hallo, das geht doch nicht. Ups, stopp. Na gut, dann hat er nächste eine Sekunde weniger. Ich wollte mal kurz was gucken, mal schnell. Bin gleich, schau gleich wieder. Okay, sag, wenn du telefonieren kannst. Bro. Naja, ne, ich bin gerade am Streamen. Kannst du mal reingucken, nehme ich dich als Gäste rein. Oh, meine Schöne hat mich geschrieben. Hallo, wunderbarer Mann. Wie geht's dir? Oh, meine schöne Frau. Mir geht's definitiv gut. Ich bin wieder mal am Streamen. Damit es am Wochenende richtig abgehen kann. Ich sollte das vielleicht lassen, oder? Na gut, ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Ich hoffe dir auch, meine Schöne. Sie wird sich jetzt erstmal wundern. Was? Was ist das? Irgendwie gezweifelt ist das. Nächste Person. Wahrscheinlich auch gleich wieder jemand, der rausfliegen kann. So, wir haben schon mal 7 Leute. Haben wir doch schon mal ein paar Leute rausgekriegt. Ziert. Die Person geht gar nicht hin, lol. Achso, ich hab's ja vorhin auch schon mal erzählt, Leute, ich nehme heute nur Leute dran, die noch nicht dran waren, nach Möglichkeit. Na gut, die Person will gar nicht erst. Nehmen wir die Person mal dran. Metal Leute! Das war ein bisschen laut, Kollege. Ja, das muss doch so sein, oder nicht? Oh, das kann auch sein, dass es an mir liegt. Warte mal, die anderen waren so extrem leise, ich muss mal leiser machen. So, jetzt aber. Wie schaut es aus, Drache? Wie geht's dir? Ach, passt schon, muss ja irgendwie, ne? Hast du heute wieder fleißig gerendert, Nachtschicht gehabt? Ja. Hab ja. Die ganzen Parts von Donkey Kong Country Freeze durchgerendert, wenn ich gepennt hab. Okay. Erstmal auf dein Wohl hier, ne?
Hast du uns eigentlich schon erklärt, warum du nicht mehr auf deinem Heimtrainer sitzt? Jetzt schreibst du. Drauf sitzt? Nein. Ja, warum machst du das nicht mehr? Ich hab dumm geguckt. Warum glaubst du, dass ich es nicht mehr mache? Ja, weil Video keine Videos mehr kommen. Das hat vor kurzem doch. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich werde nicht jeden Tag ein Video dazu machen, weil die Zeit, das zu schneiden und zu rendern, einfach nicht hinhaut, wenn ich auch Let's Plays. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage auf meine Let's Plays konzentriert. Okay. Und wie sehen deine weiteren Projekte aus? Was für Let's Plays gibt es noch? Also ich habe heute gesehen, Donkey Kong hast du hochgeladen und gerendert. Ja, die Let's Plays, die momentan laufen jetzt. Und dann. Ja, aber gibt es nicht schon irgendwie zukünftige Projekte oder so? Natürlich, aber darauf musst du leider warten, bis das nächste Video kommt zu dem Thema. Da kommt im nächsten Gaming-Blog zu dem Thema. Okay. Und was ist heute noch so geplant bei dir? Streamst du heute Abend nochmal oder machst du heute noch so? Entweder noch dich und... Achso, ich soll vielleicht mal kurz die Dinge anmachen. Ja. Kunde. So. Ich werde heute noch die... ich werde heute noch aufnehmen, vermute ich mal. Mal schauen. Entschuldigung. Und, ja, macht nichts. So kennt man dich. Ja. Genau. ich werde heute wahrscheinlich noch ein Let's Play aufnehmen. Vielleicht noch ein kleines Let's Fun auch zwischendurch. Mhm. Habe ich ja schon nochmal angeteasert, was das werden wird für ein Spiel. Heute will ich noch ein Heimtrainer-Video auf jeden Fall machen, weil du es vorhin schon angesprochen hast. Muss heute auf jeden Und das lädst du dann auch hoch, oder wie? Naja, klar. Also, ich war heute noch nicht drauf, aber ich wollte halt sowieso eins drehen, deswegen habe ich es bis jetzt noch rausgeschoben, weil ich jetzt ich bin erst um 2 aufgestanden, weil ich wieder so lange unterwegs war heute Nacht, also so lange ich heute wieder was gemacht habe. Mhm. Und nachher wollte ich dann sowieso trainieren. Hat das bis jetzt schon irgendwie was gebracht? Merkst du es am Gewicht oder fühlst du dich besser? Ich merke halt, dass die Ausdauer steigt. Und was das Gewicht angeht, ein paar Kilo sind auch runter. Ja, sehen tut man es natürlich nicht, das sieht man erst bei so. Also, man sieht es erst bei einer bestimmten Anzahl Jahr oder Kilo. In einem Jahr. Schau, bin ich blanker als du. Aber ja, schauen wir mal. Hey, ich bin auch dick. Ich bin auch dick. Wie auch immer, jedenfalls. Jedenfalls sieht man erst so nach 10, 15 Kilo sieht man das ja erst, beziehungsweise man sieht es, da wird es erstmal am Gewicht so nicht unbedingt sehen, aber man sieht es, dass sich die Statur verändert. Zumindest war es vor 2 Jahren. Machst du auch irgendwas mit der Ernährung? Hast du die irgendwie umgestellt? Weil man sagt ja, Ernährung ist viel wichtiger als Sport treiben. Wichtiger würde ich nicht sagen, also das ist zumindest meine Meinung. Ich muss immer schauen, dass ich meine Ernährung ein bisschen umstelle, bislang habe ich es nicht getan. Aber ich würde nicht sagen, dass die Ernährung wichtiger ist, sondern ich würde sagen, dass beides gleich wichtig ist. Die Kombination von gesunder Ernährung und Sport treiben ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil ich kann mich gesund ernähren, wie ich möchte. Wenn ich mich dort keinen Millimeter bewege oder keinen Millimeter mehr bewege, dann kann das Gewicht sich trotzdem nicht entwickeln. Dann kann ich höchstens mein Gewicht einigermaßen halten. Vielleicht verliere ich dadurch 5 Kilo, aber das ist dann auch danach wieder vorbei. Also das ist jetzt auch richtig gut, dass du mit Sport angefangen hast. Also das rechne ich dir hoch an. Ich freue mich auch dafür, dass du ein bisschen was tust. Du warst doch letztens beim Arzt und hast dir Blut abnehmen lassen. Gab es da irgendwie Ergebnisse? Ich habe mich halt lediglich mal rundum checken lassen, so wie ich es üblicherweise mache. Ja, aber in Ordnung. Bis auf meine Nierenwerte. Und die Nierenwerte sind nur deswegen schlecht gewesen, wegen den Wassertabletten, die ich nehmen musste. Also alles im grünen Bereich. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Ja, weil ich hatte Internet irgendwie was von Diabetes gelesen und was weiß ich. Weil es möchte gern Kasper, wie das sind, die nur das Maul aufreißen, aber im Real Life wieder nur checken. Ja, kurz aber völliger Bullshit. Okay, es reicht mir jetzt schon. Ich werde mich verabschieden. Danke, Rainer, dass du mich rangenommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich bin kein Hater. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. So, das letzte wage ich zu bezweifeln, aber gut. Jetzt ist die Frage, nehme ich wirklich noch eine Person rein? Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch jemanden reinnehmen soll.
Der hat jetzt leider bloß 4 Minuten gequatscht. Na gut, wir waren ein bisschen länger drin. Ich habe ja das erst ein bisschen später aktiviert. Schauen wir mal. Hi, sieht man mich? Du bist gut, Drache? Ja, man hört dich. Servus. Alles gut? Jo, passt schon. Okay, warte, ich mach den Sonnen hier auf, weil ich hab hier am Bild nochmal den Stream an. Kurze Routinefrage, die ich bei Jüngeren immer mach. Wie alt bist du? Oder warte. Ich bin 14. Ah, okay. Muss ich immer ein bisschen fragen, weiß bei Jüngeren, wenn man es nicht genau weiß, weil ich glaube ab 12 oder so müsste ich das nämlich raushauen, wenn du 12 oder so wärst, weil 13 ist ja glaube ich das Minimum, was man sein darf auf Juno. Deswegen. Okay, ja, ich weiß. Und wie geht's dir so? Alles fit? Ach ja, passt schon. Muss ja irgendwie, ne? Und selber? Ja, klar. Schön kapfelt, sag ich. Ja, klar. War entspannt. Wir haben im Moment Ferien, ne? Würde ich sagen. Bei euch oben im Norden dann quasi. Genau. Weil bei uns sind momentan noch Kaffee, weil bei uns sind die erst im Anfang August meistens oder Anfang oder Ende Juli halt. Das sind noch ein paar Wochen. Ah ja, stimmt. Aber in Franken ist es immer ein bisschen später, glaube ich, ne? Als bei uns. Ja, aber dafür fangen wir halt auch später an, ne? Also. Ja, ein bisschen später finden, aber dafür fangen wir halt auch später an. Wenn ihr schon in der Schule seid, haben wir noch Ferien und wenn wir in die Schule gehen, seid ihr halt schon länger wieder in der Schule quasi. Wie läuft's? Du wolltest ja nach Köln ziehen, habe ich gehört, weil ich komme auch aus Köln, also sehr heftig, wenn du mal hinziehen würde ich feiern. Das habe ich nur so gesagt, damit die Leute da ein bisschen bekannt gegeben. Ich ziehe irgendwo hin. Weiter weg, nicht so weit weg, um die Ecke, vielleicht auch bloß zwei Häuser weiter, wer weiß. Es geht letztlich wirklich darum, dass halt niemand weiß, wo ich hinziehe. Und es wird auch nicht bekannt gegeben und alles, weil das ist ja einer der Gründe, warum ich umziehe. Nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, okay, die dafür sprechen. Ja, hoffentlich machst du dann dieses Mal ja kein Rage-Video, wo die Adresse raushaut, also das würde ich mir mich für dich wünschen. Ja, naja, das war damals ja auch nur eine Reaktion. Das war ja zu der Anfangszeit, da habe ich mich mit dem Hate ja auch noch nicht auseinandersetzen müssen, vorher. Und das war ja erst zur Anfangszeit der Hater und danach hat sich das ja alles geändert. Und ich habe ja danach auch gelernt, wie ich mich damit halbwegs auseinandersetzen kann und muss. Und das heißt, das war ja damals nur eine Situation, die halt damals mich total überfordert hat. Also das wird nicht wieder passieren, definitiv nicht. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, geiler grammatikalischer Satz. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, dass er sowas auch nicht macht. Also, was sowas anrichten kann, hat man bei mir gut gesehen. Oder sieht man bei mir ja, auch. Ja, klar, das war jetzt nicht unbedingt der schlauste Move von dir, würde ich sagen. War halt in dem Moment auch vor Wut verzerrt und alles, mein ganzes Urteilsvermögen. Wenn ich jetzt nochmal in der Situation würde ich jetzt halt mal kommen, weil ich mittlerweile ganz anders ticke, weil ich da ganz anders drüber nachdenke mittlerweile. Okay. Ja, nee. Ich habe noch eine Frage, und zwar warum, zum Beispiel eben hast du eine 1000-Barren-Spende reinbekommen und da hast du denjenigen Mob nie erwähnt, also das sind ja echt schon irgendwie ein bisschen abgehoben so, oder hast du es nicht gesehen oder woran lag das? Die Sache ist die, zum einen, wenn ich im Guest-Modus bin, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, zunächst mal die Leute, die hier 1000 Barren geben, das sind meistens dieselben und die wissen, dass ich da dankbar für bin und ich bedanke mich da auch oft dafür, aber das Problem ist, dass halt viele von denen auch oft permanent welche geben und ich kann halt nicht bei jedem Mal sagen, danke, weil ich auch nebenbei, wie jetzt hier zum Beispiel mit dir, Gäste drinnen habe, mit denen ich mich unterhalte und ich möchte meine Gäste auch nicht unterbrechen, nur weil ich sage Servus, danke und alles und die meisten, die wissen das, wie gesagt, auch, weil es halt immer die gleichen eigentlich sind, also von daher, ich kann es ja nochmal hier sagen, danke auf jeden Fall vielmals für die 1000 Barren, Leute. Okay, gut. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja jetzt zwar fast 2700 Likes hier, willst du nicht mal für uns diese Live-Headbang oder so, wenn es möglich wäre? Ich fände das voll geil. Ich muss mir wirklich, momentan ist halt wirklich die Sache mit Internet, wenn ich meine, man sieht es mit der Hand, ne? Das schaut halt blöd aus, weil es immer so Schlieren nachzieht. Und das ist beim Headbangen halt nichts anderes. Also ich möchte schon, wenn ich das mache, halt in möglichst guten Qualitäten alles. Sollte schon ein bisschen was anderes sein als jetzt so hier. Weil ich meine, ich kann das jetzt schon machen, ne? Ich kann das hier schon so bangen, aber du siehst halt nicht, ne?
Ja, stimmt, stimmt. Ja, und das ist halt so die Sache. Also ich überlege mir da schon momentan immer was, wie ich es mache. So. Ich habe auch mal eine Zeit lang das irgendwie so zu machen, aber das ist auf YouNow nicht so leicht, weil man hat keine Privatnachrichten. Sonst hätte ich gesagt, jeder, der halt so der erste oder der zweite Platz in meiner Top-Liste oben, also hier oben, die kriegen zum Beispiel von mir immer ein Poster zugeschickt oder was, weil ich habe hier tausende Poster und Autogrammkarten. Würde ich auch machen, kann ich auch sagen, ja. Sendest du die eventuell auch an Fans, die Poster? Also ich würde mich unnormal freuen, wenn du mir so ein Poster senden könntest oder so. Im Moment ist es das so, dass ich die momentan nicht so vertreiben kann, weil ich momentan keine eigene Webseite habe oder so, oder wo ich das schlauen kann. Das muss ja nicht sein. Aber ich bin ja momentan dran, meine eigene Webseite wieder zu machen, und wenn die dann endgültig fertig ist und wenn die wirklich wieder am Markt ist und feststeht, dann wird da auch definitiv auf der Webseite eine Ecke sein, wo ich dann früher oder später die Poster einbinde. Kann sein, dass es noch ein paar Wochen oder ein paar Monate noch dauert, bis es soweit ist. Aber ja, ich will dann mich auch noch um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel, dass dann auch ein paar Sticker und so weiter sein, also so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen Krimskrams-Zeug halt. Das ist noch wahrscheinlich, okay. Arbeite da momentan noch an. Ach so, ja, die hast du ja da drucken lassen, wo du noch ein bisschen kleinerer Buttergolem wirst. Kleiner, du hörst ja mit Sicherheit noch zu. Buttergolem. Das sagst du zu mir. In deinem Alter, ja, hab ich mit Sicherheit nicht so viel gewogen wie du. Glaub's mir. Alter Falter. Was hat er gesagt? Buttergolem. Ey, ohne Scheiß, mein Kleiner. Als ich im Alter war, war ich ein ganzes Stück fitter, Mann. Ja, also, ich würde an deiner Stelle wirklich mal sagen, setz dich mal lieber selbst auf den Heimtrainer, als mich deswegen niederzumachen oder meinen, dass es mir viel ausmacht, ja. Weil ganz ehrlich, du brauchst keinen als Buttergolem bezeichnen. Mit deinem Pausbäckchen. Ne? So, das war jetzt ziemlich böse, aber ein Fakt. Und genau so stelle ich mir meine Hater vor, ja? Nur dann nochmal ungefähr 10 Jahre älter. So, Rainer, schau mal. Was, Rainer, schau mal gleich bitte bei deinen Mails nach. Geht um Sponsoring. Das muss ich mir nachher mal in Ruhe durchlesen. Achso, ich habe übrigens hier noch das Ding offen, was ich vorhin so angesprochen habe. Mit dem Biozäm und so weiter. Sehe ich gerade. Auch von den Hater war ich jetzt auch nicht mit Biozäm stehen. Kann also gut sein, dass ich mich da wirklich irgendwo vertan habe. Wenn ich Biozäm immer noch irgendwie im Kopf. Na gut, ist auch letztlich egal. Kann auch, auf jeden Fall gibt es das kambrische Zeitalter und so weiter und so fort. Silur. Carbon. Perm. Kreide, Jura und Trias. Das sind die drei Zeitalter im Mesokom. Genau. Ist auch. So, mal kurz auf Twitter. Alles. Finde ich ein bisschen schwach. Was zur Hölle? Finde ich ein bisschen schwach, dass sich der Herr Bergmann bei mir nicht mehr gemeldet hat. Das wollte ich jetzt hier nochmal ansprechen. Ich denke, ich werde jetzt auch keinen. Oder nehme ich noch einen Gast dran? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich finde es ein bisschen schwach, dass sich der Herr Bergmann bei mir jetzt nicht mehr gemeldet hat, weil ich einfach vor seinem TS geflogen bin, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Und man einfach so geblockt wird, finde ich letztlich ein bisschen strange, vor allem nachdem ich mich noch über zwei Stunden von, oder noch über eine Stunde von Leuten beleidigen, verarschen und getrollt haben lassen, oder trollen lassen musste. Ein bisschen arg schwach. Drache hat zwei Tickets für Equilibrium. Cool, Psycho, schön für dich. Freut mich für dich. Ist auf jeden Fall so, dass ich da, definitiv sagen muss, finde ich ein bisschen arg schwach, ja, und
generell, ich habe jetzt darauf gewartet, ob ich jetzt eine Partner, ob ich jetzt eine Freischaltung bekomme. Ich kann mal ganz schnell, ganz spontan, ganz quickie technisch quasi mal nachschauen. Mache ich mal kurz Minecraft auf. Ob ich jetzt überhaupt quasi das Partnerschaft, Quatsch, was glaube ich von der Partnerschaft, das ist Schwachsinn, einen YouTuber ranbekommen auf dem Netz, auf dem Bergwerk Slab Server. Ich melde mich da mal kurz an. Was war da gerade bestanden? Aber das machst du doch auch öfter mal. Was mache ich? Alter, was ist das für ein Krach da draußen? Was mache ich öfter mal? Ich bin ich und ich. Achso, der hat jetzt seine Zeit ist abgelaufen. Ich bin ich und bist und du bist nichts. Das ist der größte Unterschied zwischen uns beiden. Ja, wenn ich ein Nichts wäre, dass ich dafür, dass ich ein Nicht ganz schön gewichtig bin, hast du recht, ja. Also, wenn ein Nichts so gewichtig ist wie ich, dann ja, dann bin ich ein ganz gewaltiges Nichts. Lola, danke schön für 1000 Barren. Was zur Hölle? Vielen, vielen lieben Dank. Boah, ey, mich friert's gerade. Es ist ultra kalt gerade. Schierpans. So, Rainer, warum bist du um die Uhrzeit schon wach? Wach? Was? Alter, ich stehe normalerweise um 10, 11 Uhr auf. Heute bin ich um 14 Uhr aufgestanden, was für mich schon sehr lange ist, also sehr spät ist. So, vermutlich bin ich vom Server jetzt auch gekickt. Mal gucken. Bergwerk Slab Server. Vater. Nee. Aber ich habe immer noch keinen YouTuber-Rang. Genau. Habe ich noch keinen YouTuber-Rang, bin auf dem Bergwerk Slab Server jetzt drauf und ja, bekomme halt den YouTuber-Rang auch nicht. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ich bin einfach vom TS gekickt worden, einfach runtergekickt worden. Ja gut, finde ich ein bisschen arg schade. Alter, was hier los ist gerade. Vor allem, weil ich in der nächsten Zeit öfter mal Videos auch auf dem Bergwerk Slab Server machen wollte. Weil ich ein paar Spielen wirklich gefallen gefunden habe. Aber ich vermute mal einfach, dass es dazu einfach nicht mehr kommen wird. Finde ich ein bisschen schade. Wie viel wiegst du? Keine Ahnung, 150 Kilo in etwa. So, dann kann ich die Verbindung wieder raushauen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall für... Was zur Hölle, nochmal 500 Barren. Vielen, vielen Dank, Lola. Echt lieb von dir. Gut, nehme ich noch einen Gast an? Soll ich noch einen Gast annehmen, Leute? Was sagt ihr? Servus, Drache. Servus. TBG oder TG, TB, TBP. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Ja, Gast, ja, natürlich, ja. Alle sagen ja. Dankeschön, Tester. Ja, Gäste sind eine nice Sache. Drache, was? Hast du die Pest? Ja, auf jeden Fall. Na gut, einen Gast nehme ich noch an, Leute. Einen Gast. Aber nur einen. Ich habe ja nur 4 Gäste, lol. Okay, dann nehmen wir eben den hier. Den hatten wir ja schon, den guten Herrn, glaube ich. Hi. Hallo. Nabend. Hallo. Und, alles fit bei dir? Mega. Ach ja. Mit deinem einen Pokémon Go. Moment, du bist jetzt wieder so leise, der von vor zwei Dingen war so laut, bist du so leise? Das muss ich mir ein bisschen anpassen. Jetzt? Ja, ich höre dich. Ist dein Mikro vielleicht angeschlossen, dass du dein Mikro hochgeklappt hast? Hallo? Ich glaube, du hast. Da hört man dich auch nicht laut. Ich glaube, dein Mikro ist an. Ja, genau, dein Mikro ist an. Ach, das Mikro es nimmt. Okay. Genau. Nice. Okay. Pokémon Go, ich habe nur die 4.2. Sehr ärgerlich. Was? Also. Android, man braucht von der Android-Version Ach so. 4.4 und ich habe nur die 4.2. Das ist schade. Und die maximale Erweiterung ist, glaube ich, bloß 4.3, von daher lässt sich's leider nicht zocken. Wäre das generell irgendwas für dich, oder? Ich hätte halt Interesse dran, vor allem, weil ich ja sowieso momentan viel Fahrrad fahre und versuche ein bisschen Sport zu machen und alles, und das wäre doch eigentlich eine nice Sache. Ja, eben. Wenn ich dann durch den Wald laufe.
war schon alt. Ich hatte da eigentlich wirklich so geile Ideen, wenn ich bräuchte ein anderes Handy dafür oder so. Aber ich habe da richtig geile Idee gehabt, zu blenden von Pokémon, weißt du schon, und dann so richtig wie so ein Video machen, alles packen, das schon Rucksack auf und ja. Dann einfach mal loslaufen und dann bis alle Beste sein. Pokémon gefangen, was schon. Wie keiner vor dir war. Nächstes gefangen, was schon. Wär schon richtig geil, weißt du. Aber es haut halt leider echt. Es haut halt von der Technik leider echt nicht hin, ey. Das wäre richtig cool. Latsch ich so durch. Ja, Pokémon! gefangen! Das wäre halt schon saugeil. Ich habe mir schon ein bisschen was angeschaut. Ich habe mir das auch, so gefeiert, dass es rauskam. Ja. Ich muss ganz deutlich sagen, ich mochte Pokémon nur bis zu den 150, 151 Pokémon. Ja, das ist bei mir genauso. Es sind aber auch nur die ersten 100 irgendwas dabei. Weil bei mir ist es ja so, die 151, ich habe ja meine 15. Und was viele immer wieder vergessen, die 15, denen ist ja auf Pokémon aufgebaut gewesen. Das war ja eine ganz, ganz alte Zahl von damals noch. Mit 15.10 von einem ehemaligen Passwort, wo ich 4 Zahlen brauchte. Das ist aber schon gar nicht mehr wahr. Das war noch in der Schulzeit. Und 151 konnte ich mir wegen Pokémon so gut merken. Und dann die 0 habe ich dazugefügt, weil ich 4 Zahlen brauchte. Mhm. Also, wenn sich jemand gefragt hat, wofür die 15.10 manchmal bei meinem Namen steht oder so, das lag immer ausnahmslos wirklich an Pokémon damals. Deswegen, und ich mag halt wirklich diese so ersten, vielleicht auch noch so ein bisschen so diese Johto-Liga, vielleicht noch ein bisschen mit dazu. Na, da war ich schon wieder aber so. Ich auch nicht, aber da kenne ich zumindest noch ein paar Pokémon, verstehst du? Da weiß ich noch ein bisschen, wie sie heißen und was sie so drauf haben, weißt? Aber alles darüber hinaus war dann schon komplett weg, also. Ja. Und ich habe dann halt damals, ich habe halt Pokémon geschaut, weil es halt vor Yu-Gi-Oh! Kam und so weiter, und dann habe ich Yu-Gi-Oh! Damals geguckt. Und dann hat sich das halt alles so weiterentwickelt und es kam halt dann ab und zu noch, da habe ich das nochmal ein bisschen angeschaut, einfach wegen Zeitvertreib. Aber, naja, man hatte ja damals nichts Besseres zu tun, als vom Rechner zu sitzen bei mir hier. Weil man konnte ja schlecht irgendwo hingehen, weil Bus, Zug war ja alles zu weit weg, musste man immer so weit laufen. Viel zu faul. Ja. Aber es ist halt auch schon, wenn man extrem faul ist, nicht so optimal, Pokémon Go. Das ist schon ein bisschen... Das macht mir in dem Sinne nichts aus. Ich meine, dass ich so faul nicht bin, das habe ich ja, glaube ich, auch schon bewiesen. Ja. Bin bloß öfter mal unterwegs und laufe ja auch, mache ja auch Videos, wo ich außen bin. Ja, da würde das ja super passen. Genau, ja. Und da wäre das halt eine super Kombination. Deswegen sage ich ja, ich hätte da richtig so eine geile Videoidee, einfach wirklich so am Anfang so einen Titel einspielen und dann so durchlaufen, wirklich mit Rucksack, wo man nämlich dann auch so vorbeilaufen sieht an der Kamera. Pokémon! Gefangen. Das wäre richtig lustig. Und ich wette, das wäre auch mit Sicherheit für viele richtig geil zum Anschauen. Ich arbeite ja momentan an einem geheimen Projekt. Oh. Beziehungsweise ist es schon das zweite geheime Projekt. Das andere habe ich momentan wieder auf Eis gelegt. Das ist momentan noch so wenigstens ganz hinten angestellt. Ein zweites geheime Projekt, das habe ich gestern angefangen. Und das ist nicht sonderlich groß. Es wird ein Video von etwa 1 Minute 20 oder 1 Minute 50, irgendwas in der Größenordnung. Also so maximal 2,50 werden es. Länger wird es auf keinen Fall. So 2,5 Minuten irgendwie. Und ja, von daher mal gucken, was sich da ergibt. Nice. Jo. Wo ist der Herr Santos? Was für ein Herr Santos denn? Das ist, glaube ich, der Typ aus dem Video, das ständig kommt. Dieser ältere Mann, Michael Santos heißt der. Echt? Der war mal irgendwie fernsehmäßig. Kenne ich überhaupt nicht, siehst du mal. Drache, mach doch mal Spendenkonto bei PayPal. Hab ich tatsächlich auch. Außerdem habe ich ein Konto bei Tippi, Leute. Das ist bloß hier Juno. Das ist bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht macht das Juno noch irgendwann. Aber Juno macht ja erst die Kohle. Also denke ich, letzten Endes läuft es halt über Juno. Und wenn ihr was spenden wollt, ohne dass ich jetzt gleich wieder hingestellt werde, oh, der will voll Kohle. Es gibt ja Leute, die machen das hier die ganze Zeit. Ihr könnt auch Barren geben. Da kann ich auch euren Namen vorlesen und alles. Das ist ja hier im Prinzip nichts anderes wie bei Tippi. Beziehungsweise bei Hitbox und so weiter. Das ist ja immer dasselbe eigentlich. Ich habe mich jetzt aber, glaube ich, getäuscht, ne? Du warst noch nicht bei mir im Stream, oder? Was? Du warst bei mir im Stream noch nicht dabei, oder? Nee. Okay, aber ich mich jetzt getäuscht habe. Ich habe eine Stunde gewartet. Das war... Okay. Da habe ich vielleicht nur das Bild noch gesehen, aber habe das dann mit was anderem in Verbindung gebracht, quasi. Nee, ich war noch nie. Na, dann passt's ja. Und ich habe wieder vergessen, die Zeit anzumachen. Ah! Ja, das macht nichts. Ich muss sowieso jetzt nachher mal los. Ja, ich werde jetzt dann aber auch, du warst jetzt dann auch der Letzte für heute, weil ich werde jetzt, oder zumindest für jetzt, vielleicht mache ich heute Abend nochmal einen kurzen Stream. Was ist heute? Donnerstag, ne? Ja, glaube.
ja, entweder mache ich dann heute nochmal oder ich mache dann morgen einen richtig langen Abendstream, weil am Wochenende gehe ich eh nicht weg heute. Also das Wochenende. Keine Kohle. ja, mal schauen. Außer Ding meldet sich jetzt bei mir mal. Gebt keine Antwort, also ja. Ja, also Leute, jetzt ist es offiziell. Ich schaue jetzt nochmal kurz nach, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ich nehme an, dass ich das ist vergessen. Mit der Freischaltung, oder? Gibt keine Antwort, also ja. Gab keine Antwort, also ja. Also, Leute, es ist offiziell. Ich bin auf dem Bergwerks Lab Server freigeschalten als YouTuber und ich werde auch auf dem TS definitiv nicht mehr freigeschalten. Das heißt, ich bin auf dem endgültig geblockt. Wenn sich jemand beschweren will, weil ich wollte eigentlich Videos da machen, dürft ihr euch gerne beim Herrn Bergmann beschweren und bei seiner Community, weil ganz ehrlich, wenn man ohne Grund aus dem TS rausgeflogen ist und rausfliegt und dann mal und gebannt wird, das finde ich echt asozial, sowas. Und sich dann so zu benehmen, ganz ehrlich, das muss nicht sein. Finde ich echt asozial. Schick mal eine PN bitte. Ich kann dir keine PN schicken, Lola. Es geht auf YouNow nicht. Geht das nicht? Nö, ich glaube nicht. Also ja. Es gibt keine PN-Version. Außer ich habe irgendwas übersehen in den letzten Zeit, aber ich war jetzt letzten Monat kaum online. Aber bis jetzt gab es zumindest nicht. Alles fit? Jo, passt schon, danke schon. So. Rechteck hat auch gerade geschrieben. Hey, kannte Jan der Blue entblocken? Rechteck, die Regeln gelten für jeden. Wer geblockt ist, ist geblockt. Lasst euch nicht blocken, dann habt ihr keine Probleme. Wo kann man dich erreichen? Nirgends. Ich bin privat nicht zu erreichen für Fans oder Zuschauer. Das ist einfach eine Sache, da muss ich einen Schlussstrich irgendwo ziehen, weil mein Privatleben wird sowieso schon gefickt. In leider den Hinsichten, die mir nicht so gut gefallen. Na gut, werde ich die Sache jetzt hier mal beenden, weil ich will jetzt auch offline gehen, weil ich muss jetzt auch mal ein bisschen was tun noch. Freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Wir können ja demnächst, wenn du Lust hast, auch kann ich dich nochmal mit reinnehmen, da können wir mal ein bisschen auch quatschen, richtig irgendwie. Vielleicht hast du dann auch ein bisschen mehr Zeit, weil das ja auch so, du wolltest jetzt dann noch weg. Und, Leute, zu Pokémon Go, falls es jemanden interessiert, ob von mir irgendwas kommt, da wird bestimmt irgendwann mal was kommen, aber vermutlich erst in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn ich ein neues Handy habe. Ich brauche jetzt einen neuen PC, da muss ich mir ein Sponsoring holen und wenn ich einen PC habe, dann muss ich mich um ein Handy kümmern. Wenn ich ein Sponsoring kriege, muss ich selbst bezahlen, folglich muss ich schauen, dass ich irgendwie die Kohle auftreibe und bevor ich Kohle für meinen Laptop oder für mein Handy auftreibe, ist erstmal mein Auto dran. Folglich sollte mir nicht irgendwie eine 500.000 vor die Füße fallen, können wir das vergessen. Ach, das passiert doch ständig. Ja, na klar, also ich meine, die 500.000, die habe ich irgendwo in Asien drüben gelassen, das ist schon so. Ne, also, mal ein bisschen an wegstecken muss auch sein. Okay, das wird gerade zu krank. Ich wünsche einen schönen Tag, schönen Abend, hau rein und man sieht sich bestimmt irgendwann. Ciao. Gut, Leute, das war's dann für heute. Oder für jetzt, ich weiß ja nicht, vielleicht komme ich nochmal, vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Danke auf jeden Fall für über 430 Zuschauer, danke, dass der Chat verhältnismäßig wirklich chillig ist. Nicht ganz so chillig wie gestern, aber immerhin. Also freut mich auf jeden Fall, dass der Chat so cool bleibt, dass es so geil bleibt. Danke für den Applaus. Muss ich eigentlich für euch machen, weil ihr seid wirklich zurzeit so absolut geil. Ja? Ihr benehmt euch super, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, aber ein paar Vollpfosten sind immer mit dabei. Tester, Dankeschön. Und wie gesagt, ich muss den Applaus eigentlich wirklich euch geben, weil ihr seid wirklich momentan sehr chillig, ihr seid wirklich sau cool drauf. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ihr liebt die. Ah, Dankeschön. Oh ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die ganzen Barren, für die ganzen Coins, für die ganzen Likes. Vielen Dank fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Folgen, für eure ganzes Feedback, für die ganzen Leute, die Gäste waren. Vielen lieben Dank an euch. Vielen Dank für die ganzen Herzchen, die ganzen Schäfchen, die ganzen Torten, die ganzen Hunde. Ich glaube, für die Mehrheit der Zuschauer ist es doch auch viel angenehmer, wenn es auch ein bisschen gechillter hier abläuft, als wenn die ganze Zeit nur ihr Wichser. So. Moin Drache, servus, aber sorry John oder Jan, du bist jetzt ein bisschen spät dran, ich wollte gerade offline gehen. So, hast du eine Geschäftsadresse?
Schau mir meine Videos, da steht alles in der Videobeschreibung. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, euer und tschö, tschö. Die ganzen Hunde, also die Möpse, dann Möpse, also nicht die Möpse, sondern die Hunde, dann die Lamas, dann diese hast du nicht gesehen und so weiter, für die ganzen Sticker, für die ganzen Coins, Barren, Likes und so weiter, für die Liebesbriefe, vielen lieben Dank. Freut mich auf jeden Fall, nochmal vielen Dank für die 100 Barren, war auf jeden Fall sau, sau cool, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr, wie gesagt, öfter hier seid, wenn ihr öfter dabei seid, wenn ihr öfter so anständig seid wie heute, freut es mich ungemein und ich stream viel, viel lieber.